Der Prophet Mohammed hat auch physische Wunder bekommen. Nur sein größtes Wunder war der Koran. Man hört dieses Intensive, man hört dieses Gefühl, trifft dich direkt in deinem Herzen. Die besten Worte sind die wenig sind und auch viel deuten. Also, wenn wir dumm durchs Leben laufen und nicht wirklich können, dann werden wir auch nie in der Lage sein, irgendwas wertzuschätzen. Dass der Koran sich auf ganzer Ebene, auf ganzem Weg das Potenzial abspricht, die leichteste Form von Krümmung zu haben. Assalamu alaikum, liebe Geschwister, willkommen zu einer weiteren Folge von Shura-Zeit. Wir sind hier mit dem geehrten Bruder Sahbi von Lichtverse und wir werden heute über die Unnachahmbarkeit und das Wunder des Korans, das literarische Wunder des Korans reden. Der Bruder Sahbi ist nämlich Experte auf diesem Feld. Er hat auch schon ein Buch darüber verfasst, beziehungsweise übersetzt. Also sehr empfehlenswert. Wir werden darüber auch ein wenig sprechen, inshallah. Deswegen, ohne weiter zu schnacken, fangen wir an. Film ab. Möchtest du ganz kurz einmal dich vorstellen, was Lichtverse so ist? Einfach damit man die wenigen Leute, weil wir gehen davon aus, dass du deutschlandweit berühmt bist, die wenigen Leute, die nicht wissen, wer du bist, dass die wenigstens was mit dir anfangen können. Aber vielleicht können wir so starten, John, ne? Also, Assalamu alaikum erstmal. Vielen Dank für die Einladung und ich fühle mich geehrt und weiß das zu schätzen. Und ein Lob an euch und eure Arbeit, die ihr hier sehr, sehr professionell aufgezogen habt, um den Muslimen natürlich einen Mehrwert zu bieten und generell der Community. Also Lichtverse ist ein Projekt, das ich vor einigen Jahren mit einem Freund zusammen mehr oder weniger begonnen habe. Dann ging es einfach darum, dass man den Menschen ja die rhetorische bzw. die ästhetische Dimension des Korans näher bringt, weil das halt ein Thema ist, was gefühlt sehr, sehr weit weg ist, vor allen Dingen wegen der sprachlichen Barriere. Und ja, wir haben uns halt zur Aufgabe gemacht, den Menschen bzw. den deutschsprachigen Muslimen diese Inhalte mehr oder weniger näher zu bringen. Und ja, damit die halt auch in diese ästhetische Dimension, wie ich immer sage, eintauchen können, sich mit dem Koran beschäftigen und daraus auch viel, viel Mehrwert für sich, für ihr Denken und für vieles andere ziehen können. Weil das ist ein Thema, was mir persönlich sehr spannend ist. Weil meine Reise hat mit diesen Fragestellungen auch angefangen. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, schon mal darüber geredet, Moment. Dieses, warum... Oder warum ist der Koran so besonders? Was macht ihn so besonders? Weil wir sagen immer, du kennst es auch schon, wir sagen immer, der Koran ist unnachahmbar. Hm. Ne? Aber die Frage ist dann immer, könnten wir dann auf die Frage, warum, Antwort nehmen? Weißt du? Ich liebe dieses Thema auch. Ja. Sehr gerne. Ich freue mich deswegen auch, dass wir darüber reden auf werden. Auf jeden Fall. Weil, also hohe Erwartungen sind da, auf jeden Fall. Astaghfirullah, nicht wegen den Erwartungen an den Bruder, sondern die Erwartung an den Koran kann ja nicht hoch genug sein. Okay. Inshallah werden wir heute ein bisschen so einen Taste dazu geben können, was bedeutet. Vor allem, mir liegt es sehr am Herzen, vor allem an die türkische Community, an bestimmte Leute von meiner Community, aus der türkischen Community, die halt manchmal die Frage stellen, so, warum beten wir überhaupt noch auf Arabisch? Warum muss man das Arabisch überhaupt beibehalten? Auch sehr jahil Aussagen, wenn man weiter in diesen Kreisen in eine bestimmte Richtung geht, dass es dann heißt, ja, wenn es doch Gottes Wort wäre, dann würde es in jeder Sprache funktionieren. Und ich weiß nicht, auf wie viele Punkte wir heute eingehen werden. Wir werden diese Fragen nicht beantworten, aber ich denke, wenn man so ein bisschen den Geschmack bekommt, wie besonders der Koran ist, wird man automatisch selber anfangen, diese Fragen für sich zu beantworten. Sowas bei mir. Dass ich dann realisiert habe, wie viel wert das eigentlich ist, so wie es herabgesandt wurde. Ja. Ich will nur die Einleitung machen, und zwar die ich nämlich zu dem Thema geben möchte, damit wir das Thema ein bisschen mehr framen. Und zwar, ich hatte damals... Weil das auch ein Thema ist, womit ich mich beschäftige. Halt, ne? Was macht den Koran einzigartig? Was macht den Koran unnachahmbar? Und vor allem nicht so dieses einfachere, oder was ist einfacher, die andere Schiene von, keine Ahnung, guck mal, der Koran redet über den Urknall oder der Koran redet über, dass das Universum sich ausdehnt und so. Natürlich gibt es diese wissenschaftlichen Wunder, aber mich hat vor allem dieses literarische Wunder begeistert, weil eben die Araber von damals von diesem eben geflasht wurden. Und da wird der Bruder gleich auch drauf eingehen. Und ich hatte dazu auch ein Buch gelesen bezüglich des Wunder des Korans und da hatte der Autor ein sehr schönes Beispiel gegeben. Und zwar hat er sich auf eine Szene bezogen im Koran, wo Musa a.s. sich mit den Zauberern bettelt. Okay? Und die Kurzfassung ist, der Pharao hat seine besten Zauberer gesammelt, weil er hat Musa a.s. Zauberei vorgeworfen. Und dann hat er ihm gesagt, okay, dein Zauber gegen meinen Zauberer und dann am Ende, wer der bessere Zauberer ist, wird gewinnen sollen auf den. Weißt du? Und die haben sich dann getroffen, haben dann sich gebettelt und Musa a.s. hat, im Endeffekt der Koran beschreibt, die machen ihre Spielereien, Musa a.s. wirft den Stab und der Stab verschlingt deren Zauberei, fertig.
Das heißt, die haben direkt in der ersten Runde verloren. Und die Verwunderung ist, oder das Wundersame ist, dass die Zauberer sofort ein Sajda gefallen ist. Und diese Szenerie, dieses Battle sind. Und die Zauberer und die Zuschauer, weil das war ein Battle in der Öffentlichkeit, es wurde richtig Propaganda betrieben, dass alle auch kommen. Ja, man kann sich das vorstellen, wie man das Kolosseum kennt. Ne? Genau, das wie ein Kolosseum. Events. Genau. Das waren wirklich, wo alle eingeladen wurden, soweit genau. Ich mich erinnern kann. Wie die Narrative ist. Alle wurden eingeladen, der Pharao hat ein Event verkündet. Und es gibt kein Fernsehen, kein Netflix. So, wenn was ist, dann kommen alle. Yeah. Es war quasi ein riesengroßes Thema. Yeah. Und dann ist nach einer Minute vorbei. Genau, es ist sofort vorbei. Und die Zauberer fallen in Sajda, fallen in die Niederwerfung, aber die Zuschauer nicht. Und in dem Buch über das Wunder des Korans hat er das wie folgt beschrieben, dass er gesagt hat, die Zauberer, die waren Experten der Zauberei. Und so konnten sie Zauberei von etwas, was über der Zauberei ist, unterscheiden. Sie haben gesehen, das ist keine Möglichkeit, dass es Zauberei ist. Es muss etwas Metaphysisches noch über der Zauberei sein. Es kann nur von Allah sein, es kann nur die Wahrheit sein. Sie sind in Sajda gefallen. Diejenigen, die Zuschauer, die keine Experten der Zauberei sind, die haben einfach nur einen Zauberer und einen anderen Zauberer gesehen. Und diese Situation hat er eben auf die heutige Zeit bezogen, dass wir, so wie diese Zuschauer sind, die nicht diese Fähigkeiten vielleicht haben, wie die literarischen Fähigkeiten, wie die Araber von damals, die in Sajda geworfen wurden durch den Koran, wortwörtlich. Und deswegen wir diese Fähigkeit irgendwo erlernen müssen, dass wir auch dieses Wundersame erkennen und dann auch, dass der Koran uns dann demütig macht und uns Sajda wirft. Das ist ein guter Einstieg? Das war ein sehr, sehr guter Einstieg aus ganz, ganz vielen Perspektiven. Auf einem, ihr habt dieses, dass jeder Prophet das Wunder seiner Zeit bekommen hat und dann halt, wie Menschen in dem Kontext halt mit dem Wunder umgegangen sind, beziehungsweise wer die Expertise hat und es erkannt hat. Daran möchte ich auch gleich anknüpfen. Es gibt einen bekannten Historiker, der heißt Ibn Khaldun. Arnold Toynbee nennt ihn, Oxford Historiker Arnold Toynbee nennt Ibn Khaldun das Genie der Menschheitsgeschichte, weil er der erste Historiograph, der erste Soziologe war. Er hat systematisch aus der Geschichte Gesetzmäßigkeiten extrahiert, Dinge kommentiert, einen rationalen Ansatz gehabt. Der kommentierte die Araber dahingehend, dass er sagte, bei den Arabern war Sprache gleichbedeutend mit Sein, weil die Sprache so einen hohen Stellenwert hatte. Ihr müsst euch vorstellen, eine relativ primitive Beduinengesellschaft. Es gibt keine Wirtschaft, es gibt keine Wissenschaft wie damals bei den Griechen oder bei den Persern. Sie hatten einfach nur die Wüste, den Himmel und ihre Sprache, ihre Poesie, mehr oder weniger. Und das war halt der Kontext bei den Arabern. Und wenn dann ein Dichter geboren wurde, es gibt einen bekannten tunesischen Literat, der hieß Ibn Rashiq, war ein Dichter. Er sagte, die Araber haben sich für zwei Sachen gratuliert in ihrem Leben, wenn sie ein Kind geboren wurde und wenn ein Dichter aus dem Stamm, sag ich mal, hervorgetreten ist. Warum? Weil der Dichter war gleichbedeutend damit, dass er die Erinnerung, die Geschichte des Volkes verbalisiert, einfängt, artikuliert. Und das auf eine besondere Art und Weise auch noch, ne? Genau, natürlich. Und auch die Ehre des Volkes nach außen beschützt, ne? Und sie auch dadurch erhöht. Also ein Dichter war gleichbedeutend mit der Existenz dieses Stammes, in dieser damaligen Stammesgesellschaft. So ein auf Superstar, weißt du, der irgendwo, weil im Endeffekt, man bekommt das ja oft in Poesie mit, dass Stämme sich immer sozusagen gebettelt haben auch. Und so irgendwo dann, dass Poesie ein Teil der Propaganda oder des Außen, wie man nach außen eben auch gegenüber andere Völker auftritt und so. Genau, so heute könnte man es auch gut mit den Medien vergleichen. Mm. So, ne, wenn du eine ganze Medienkampagne hinter dir hast, ich brauche eine Medienkampagne, das war der damalige Dichter halt. Er hat, ne, er hat dich moralisch stark gemacht, er hat dich nach außen gut vertreten und so weiter und so fort. Das war halt eine Propagandamaschine. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier reinpasst, aber was mir einfällt, einer der Verwirrungen, wenn man sagt, der Koran wurde auswendig gelernt, da wurde mir, ich weiß nicht mehr von wem, aber so erklärt, dass es halt dadurch, dass die Araber dort so viel mit Dichtung und Literatur zu tun hatten, dass die vom Gedächtnis her auch dazu trainiert waren oder sagen, gewöhnt waren, sehr schnell Sachen auswendig zu lernen, dass es halt passieren konnte, der eine ist auf dem Markt einkaufen gewesen, hat einen Dichter sein neuestes Gedicht vortragen gehört und ist dann nach Hause gegangen und hat das einfach wieder rezitiert und gesagt, guck mal, ich habe ein neues Gedicht gehört, voll krass, und konnte das schon sofort weiter rezitieren.
Und das ist nicht, weil das jetzt irgendwie übernatürliche Menschen waren, sondern ich erinnere mich dann immer an meine Grundschulzeit, wo ich dann 5, 6, 7 Telefonnummern auswendig konnte. Ich konnte die Nummer von meinem besten Freund, ich konnte von zu Hause, von meiner Mutter. Und das war normal, ich konnte es auswendig. Und heute kann ich gerade mal meine eigene Telefonnummer auswendig. Und so geht es vielen Menschen, auch die, die halt älter waren früher. Damals war es notwendiger, wir hatten diese Tools nicht, Sachen einfach aufzuschreiben, die waren nicht so schnell erreichbar. Dadurch waren wir als Spezies auch mehr dazu trainiert, direkt Sachen auswendig zu lernen. Und damals waren die, weil bei denen es so krass um Dichtung ging, weil es halt so viel Trend war anscheinend, waren die auch sehr empfänglich dazu vielleicht, auch für gute Literatur und Gedicht. Ist möglich, dass sie vielleicht, die sind auch trainiert, geschult, die hören, das ist ja, ich kann mir so vorstellen, so wie die Songs heutzutage, wie die Kinder diese Songs auswendig lernen, haben die davor dann eben die Gedichte auswendig. Genau, der Bruder hat gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel gegeben. Umso mehr Equipment du hast, umso weniger wird der Verstand beansprucht. Ja. Ne? Und wenn so ein Flashback-mäßig, wenn wir da mal zurückgehen, wo bei den Arabern war Papier keine Massenware, wie es heute ist. Ne? Ja. Kein Papier, kein Stift. Deswegen sogar, wenn du im Arabistik einen Kurs besuchst, wird dir die Frage gestellt, was glaubst du, wann kann einer was besser auswendig lernen oder was behalten, wenn er einen Stift hat und es aufschreibt oder wenn er es auswendig lernt. Und das ist tatsächlich im Kontext der Araber damals, wenn er es auswendig lernt, weil erstmal einen Stift zu besorgen, erstmal Papier, was nicht so einfach zugänglich war, das zu besorgen, da hättest du die Informationen vergessen können. Also das Auswendiglernen war damals schon stärker. Also, ja, es ist halt situationsbedingt gewesen. Das war halt bei den Arabern, dass sie halt nur das hatten. Und wie du auch schon erwähnt hast, wenn du gezwungen bist, dann machst du auch Sachen. Um jetzt wieder den Bogen zu kriegen, wir haben gerade die Einleitung gehabt, warum sind die Zauberer direkt ins Sajda gefallen, weil sie die Meister ihrer Branche waren. Und die waren in der Lage, dadurch, weil sie die Höchsten waren, zu erkennen, okay, das, was gerade Musa a.s. gemacht hat, das ist keine Zauberei. Das ist menschlich nicht möglich. Es ist nicht möglich und die konnten das wertschätzen. Ja. Und jetzt haben wir die Parallele dazu gemacht. Okay, wir haben jetzt etabliert, die Araber waren sehr fortgeschritten und sprachaffin. Affin in Literatur, Dichtung und Sprache. Ja. Es war deren Haupthandwerk. Genau, es war deren Haupthandwerk. Deswegen, da möchte ich gut mit einem Statement, also einer Aussage von Mustafa Refai, es war ein relativ Neuzeit ägyptischer Literat, der sagte, die Araber hatten einen Staat bestehend aus Wörtern, welcher ohne König blieb, bis der Koran zu ihnen kam. Boah, subhanallah, der ist böse. Ja, eine schöne Analogie. Das ist halt, sehr schön, ne? Kannst du mal wiederholen? Die Araber hatten einen Staat bestehend aus Wörtern, welcher ohne König verwalte, bis der Koran zu ihnen kam. Also sehr eine schöne Analogie, wie hier sehr der schön. Koran als eine Art König, der den Thron einnimmt in einem Land der Wörter. Das ist eine sehr, sehr schöne Analogie. Und nicht nur in einem Land der Wörter, in einem Land, wo Wörter auch geschätzt werden, wo Natürlich. Wörter eine große Bedeutung haben, wo es etwas heißt, ein Dichter zu sein. Natürlich. Der Star der Stars. Der Star, der Topstar sozusagen heute. Und deswegen, die Araber hatten auch viele Wörter. Es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte, die in der Zeit des Kalifen Harun al-Rashid kam ein großer Dichter, al-Asma'i, war ein großer Dichter, kam zu ihnen und sollte ihm ein schweres Gedicht erklären. Und das Gedicht hatte viele Fremdwörter. Und dann hat der Dichter ihm das sehr, sehr gut erklärt. Dann sagte der Kalif zu ihm, für dich gibt es keine Fremdwörter. Und dann sagte er zum Kalifen, der Dichter, und wie soll es für mich Fremdwörter geben, wo ich für den Felsen alleine 70 Begriffe kenne? Die Araber hatten natürlich waren sehr, sehr begabt darin, Dinge zu benennen und genau zu benennen. Und da gibt es ganz viele Geschichten. Es gibt noch eine andere sehr, sehr schöne Anekdote von Abu Ali al-Ma'ri, es war ein ganz, ganz bekannter Poet, der war aber blind. Und einmal ist er in so eine Wissenssitzung hineingetreten und jemanden dabei auf den Fuß getreten. Und dann sagte dieser jemand zu ihm, wer ist der Hund, der mir auf den Fuß getreten hat? Dann sagte Abu Ali al-Ma'ri zu ihm, der ihn ja nicht gesehen hat, deswegen auf den Fuß getreten, der Hund ist derjenige, der für den Hund nicht mindestens 70 Wörter kennt. Also was sind 70 Wörter für Felsen haben, 70 Wörter für einen Hund? Ja, ja. Kennst du immer diesen Meme im Deutschen? So diese, das sind so 10 Bäume und dann hat der Deutsche so Baum, 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 Eiche. Kennst du? Für uns, das ist ja, für einen Experten, das ist, oh, das ist ein Laubbaum, das ist ein keiner Baum, Baum. Für uns ist Baum, 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 Baum und nur die Eiche können wir identifizieren. Aber für die Araber ist das so, für diesen Felsen, für diese Art Felsen. Ich kenne auch ein paar Beispiele, zum Beispiel diese Art Regen, für viele verschiedene Wörter für Regen, zum Beispiel für Wolken gibt es verschiedene Wörter, Löwe.
Ja, also, auch wenn Leute in der Kunst begabt sind, Künstler, die haben für 20 rosa Töne unterschiedliche Namen. Ja, ja. Für dich ist das Bruder das Rosa. So. Das rosa. Was willst du? Hellrosa. Ja, ja, eben. Und das ist, das ist immer so, wenn du halt in einem Thema, wenn ein Thema auch kulturell dich mehr beschäftigt, hast du automatisch mehr Wörter für dieses eine Sache. Auch zum Beispiel die Leute, die im Norden leben, wie Eskimos sagen wir ja, ne? Die haben viel mehr Adjektive, mit denen sie Schnee beschreiben. Für uns ist Schnee Schnee. Ja. Ne? Vielleicht sagst du ein bisschen pulveriger Schnee und ein bisschen fester Schnee. So, aber die haben Matschschnee. Die haben, Matschschnee. Die haben halt unterschiedliche Wörter für jede Art und Weise, wie Schnee runterkommen kann. Das kommt halt dadurch, wenn deine Kultur mit etwas viel zu tun hat, hast du halt mehr Wörter dafür, auch, um es umschreiben zu können, um die Nuancen zu erfassen zu können. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den du gerade machst, gerade das auch auf Kunst bezogen oder auf Regen oder was auch immer. Und zwar tatsächlich bei den Arabern so, es gibt sogar Bücher darüber, die geschrieben wurden, dass es 400 Namen für den Löwen gibt, 300 für das Schwert, 255 für das Kamel. Was ist denn der Punkt da dran, gerade auch bei der Kunst, die er erwähnt hat, dadurch, dass du diese Sachen so nuanciert beschreiben kannst, benennen kannst, hast du auch ein ganz, ganz anderes Bewusstsein gegenüber dieser Sache. Du stehst dem definierten Objekt viel, viel bewusster, wacher gegenüber. Ich gebe immer so ein Beispiel. Kennst du das, wenn du irgendwo mal jemanden kennenlernst und auf einmal siehst du ihn überall? Mhm. Glaubst du nicht, dass du ihn vorher auch schon oft gesehen hast? Mhm. Nein, aber dadurch, dass du ihn jetzt benennen kannst, sozusagen, hast du ein viel, viel tieferes Bewusstsein für ihn. Anna. Und das ist auch das arabische Wort für Ism, kommt, hat dieselbe Wortwurzel wie das Wort für Himmel oder Erhöhung oder Hoheit. Warum? Weil also die Analogie dahinter ist, wenn du zum Beispiel eine flache Ebene hast und auf ihr ist ein Hügel, dann ist dieser Hügel wahrnehmbar. Dann unterscheidet er sich. Und also wir sehen, die arabische Sprache hat wirklich einen starken epistemischen Charakter, dahingehend, dass es Dinge so beschreibt, wie es wirklich für uns auch wahrnehmbar ist. Also dadurch, dass diese Erhöhung da ist, ist sie für dich erst wahrnehmbar, fassbar, unterscheidet sich von Dingen. So, ne? Und deswegen, ein Philosoph sagte mal ganz, ganz schön, niemand außer ein Prophet hätte sagen können, dass Allah Adam alle Namen lehrte, weil er ihm den Schlüssel zu der Welt gegeben hat, und zwar Sprache, dass man Dinge benennen kann, dass man damit interagieren kann, dass wir Dinge, was ist denn Wissenschaft? Wissenschaft sind Definitionen von Dingen, was ich meine, dass du Dinge und dadurch auch einen Zugang zu der Sache findest. Und deswegen, dass das bei den Arabern so gängig war, dass die viele Sachen benannten, das ist extrem, extrem tiefsinnig, wenn man darüber nachdenkt. Und es gibt auch in der Sprachwissenschaft, habe ich mal die Theorie gelesen, dass eventuell vielleicht sogar die Sprache zu der Entwicklung des Gehirns essentiell beiträgt, als andersrum. Dass du nicht, weil du eine krasse Gedächtnis hast und eine sehr gute Sprache hast, sondern dadurch, dass die Sprache kommt und sich weiterentwickelt, dass auch unsere Gedanken sich weiterentwickeln. Mhm. Je besser du die Sprache beherrschst, desto besser kannst du auch Gedankengänge vollziehen. Und je beschränkter deine Sprache ist, desto schwieriger kannst du auf neue, gute Ideen kommen. Dass man auch mit der Sprache, dass die Sprache einen essentiellen Faktor darin hat, wie wir denken und dass wir denken. Weißt du, was mir dazu einfällt? In dem Buch 1984 von Big Brother, Big Brother's Watching You, dort wurde sogar, das ist ja so eine Dystopie, ne, wo das Volk unterdrückt wird und mit Propaganda voll gemacht wird und so weiter. Dort gibt es eine Sprache, die heißt Neusprech. Und was machen die? Die schmeißen sehr, sehr, sehr viele Wörter raus aus der Sprache, damit eben die kognitiven Fähigkeiten davon rausgenommen werden. Du kannst einige Ideen nicht mehr formulieren, weil du die Wörter dazu nicht mehr hast. Ja. Anna, weißt du? Das fällt mir dazu der Analogie ein. Ja. Aber auch spannend, warum Allah SWT über die Wörter redet, dass Allah, aber ja, die Sprache. Sprache ist extrem. Ja, es ist interessant, einer hat mir mal erzählt, dass es in Korea wahrscheinlich das Wort Liebe nur im Zusammenhang mit dem Führer gibt. Ja? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber also, das wäre echt interessant, so, ne? Wie deine Sprache auch die Realität formt. Das ist echt, das ist echt wichtig, das wird oft angewandt als Methode für Kontrolle, deswegen hat ja auch George Orwell das benutzt, weil er sind ja meistens so Beobachtungen, die er hat. Mhm. Wenn man von oben herab Sprache verändert, macht man es, um das Volk zu kontrollieren. Damit, weil, wie gesagt, du kannst bestimmte Ideen nicht formulieren, wenn dir die Wörter dazu fehlen. Mhm. Wenn dein Wortschatz begrenzt ist, kannst du gar nicht beschreiben, was du denkst. Beziehungsweise, er hat ja genau das Gegenbeispiel gerade genannt. Weißt du noch, er meinte, du lernst ein neues Konzept und danach siehst du das Konzept überall.
Weißt du, wenn du das Konzept, er beschreibt sozusagen den Prozess andersrum. Nee, ich habe die Wahrnehmung beschrieben. Dass dadurch, dass du eine Sache benennst, sie wahrnehmbarer für dich wird. Ja, genau. Und ich meine, stell dir mal vor, du hast dieses Wort nicht, dann fehlt dir auch diese Wahrnehmung. Ja, also die intensivere Wahrnehmung fehlt dir dadurch auf jeden Fall. Sprache hilft auf jeden Fall, um sein. Und da will ich auch vielleicht kurz anknüpfen bei dem, was du gerade sagst. Also Sprache hilft, intensiver die Umwelt wahrnehmen zu nehmen und was du gerade gesagt hast. Zum Beispiel, man sagt im Griechischen, das ist eine sehr, sehr komplexe Sprache, eine sehr breite Sprache. Und das hat, also es gibt eine These in der Sprachwissenschaft, dass das der Grund war, warum so viele große Denker und Philosophen aus den Griechen kamen, weil die Sprache auch so komplex ist, beziehungsweise so abstrakt ist. Und das halt beim Denken hilft. Und ich will auf ein... Also, was du gerade gesagt hast. Ergänzt das gerade gut. Hätte ich es auch nicht wiedergeben können. Was? Es gibt einen interessanten Unterschied zwischen der griechischen Sprache und der arabischen Sprache. Die Griechen waren eher abstrakter in ihrem Denken dahingehend, dass sie über Sachen wie das Sein oder essentielle Sachen oder Kategorien oder holistischen Ansatz in ihrer Sprache formuliert haben. Die Araber hingegen waren eher deskriptiver, sprich punktueller auf gewisse Charaktereigenschaften in einer Sache fokussiert. Zum Beispiel, sie haben nicht das Ganze, sondern detailliert. Wenn ihr Auge auf irgendeine Sache geblieben ist, dann haben sie es versucht zu beschreiben, intensiver und genauer zu beschreiben, dahingehend, dass sie auch einen intensiveren Zugang zu Details hatten und daher auch diese ganz vielen Wörtern, hunderte Wörter für Regen und so weiter und so fort, weil man immer die kleinen Details damit beschrieben hat, also nicht wie das Griechische holistisch, sondern diese kleinen Details. Und diese kleinen Details, die drücken sich auch später in Form von Ästhetik in der Dichtkunst aus, weil man ist auf diese ganz feinen, subtilen Sachen eingegangen, die man wahrgenommen hat. Und wenn für dich Regen Regen ist, da verpasst du diese subtilen Nuancen. Ja, natürlich, genau. Wenn du nicht unterscheiden kannst zwischen Platzregen, wenig Regen, viel Regen und die ganz zwischen Wörter, wenn für dich Regen Regen ist, dann fehlen dir diese Nuancen, diese Wundersamkeit, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, dieses Wort statt diesem Wort benutzt und so weiter. Das gibt ja auch ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber warum haben wir das alles jetzt gesagt? Weil, wer hätte jetzt den Koran am besten wertschätzen können? Genau. Der Typ in der Bronze, der in jedes zweite Wort, was er benutzt, Digger ist? Oder, was weiß ich, Alter ist? Oder die Gesellschaft, die so viel Liebe und Wertschätzung in der Sprache hat, sodass sie am meisten in der Lage ist, das wertzuschätzen, was jetzt herunterkommt. Ne? Vielleicht kannst du einmal das referenzieren, nochmal mit, dass jeder Prophet. Genau. Weil ich glaube, das ist jetzt ein guter. Da hast du ja gut angefangen. Und zwar, man sagt, was ihr einleitend schon gesagt habt, dass jeder Prophet mehr oder weniger Wunder bekommen hat, die in seinem Zeitalter mehr oder weniger gängig waren oder als eine Art Beweis galten. Zum Beispiel in der Zeit der Zauberei. In der Zeit von Moses war die Zauberei sehr, sehr weit verbreitet und deswegen hat Moses sie dann mit ihrem Stock sozusagen besiegt in dem Zusammenkommen, welches ihr erwähnt habt, dass seine Schlange sozusagen ihre Schlange aß. In der Zeit von Jesus war die Medizin fortgeschritten, deswegen hat Jesus medizinische Wunder bekommen. In der Zeit von Suleiman waren die Bauten, die Trachtbauten weit verbreitet, deswegen war sein Wunder, dass diese Trachtbauten. Okay, und Ibn Khaldun kommentiert hier auch was sehr, sehr Interessantes. Er sagt, jeder Prophet hat einen externen Beweis für seine Schrift bekommen. Aber der Prophet Mohammed hat auch physische Wunder bekommen. Nur sein größtes Wunder war der Koran. Das hat natürlich für den epistemischen Charakter das wertvoll, dass das Wunder hier selbstreferenziell ist. Der Beweis braucht keinen externen Faktor. Und deswegen sagte der Prophet auch, nachdem er diese Sachen erwähnt, und ich hoffe, dass ich am Tag der Auferstehung die meisten Folge haben werde. Warum? Weil das transhistorisch ist. Es ist, manche sagen auch, haben wunderschön kommentiert, die sagen, früher waren die Wunder physisch, aber als die Menschheit dann ihren Zenit erreicht hat, war es Zeit, ein Wunder für den Verstand zu bringen. Und der Koran ist in erster Linie ein Wunder für den Verstand, ein Wunder der Bedeutung. Und darf ich auch, da es auch sozusagen über die Ohren wahrgenommen wird, ist es auch zeitlos. Das ist nicht etwas, was an Ort und Zeit gebunden ist, wie zum Beispiel kann das Spalten des Mondes, das Spalten des Meeres. Wir haben ein Wunder, wo wir in der Theorie genauso den gleichen Zugang haben, wie die Menschen damals vor 1400 Jahren. Und das ist auch sehr, sehr, sehr besonders. Weil wir quasi diesen Wunder immer wieder neu erleben. Richtig, also plus das Meer nochmal spalten. Richtig, jederzeit. Plus, dafür haben wir den Bruder jetzt eingeladen, weil er spaltet das Meer. Er spaltet das Meer.
Auf jeden Fall, er hat schon mal angefangen zu spalten, sagen wir so. Mir gefällt das auf jeden Fall hier. Aber worauf wollte ich hinaus? Ach ja, und weil auch der Koran beansprucht, bis zum Ende der Zeit gültig zu sein, halt für jeden Menschen halt. Ne? Und dementsprechend muss das Wunder auch für jeden in erster Linie greifbar sein und erreichbar sein. Genau, genau. Worauf ich jetzt vielleicht eingehen wollte, um diese schöne Einleitung, denke ich mal, sehr, sehr gut abzuschließen. Die Dichter waren ja das Erstpublikum, sozusagen die Leute des Metiers, wie die Zauberer im Kontext von Moses oder die Königin im Kontext von Salomon. Das Wort Dichter im Arabischen heißt Sha'r. Und das, ich verweise immer wieder auf die Etymologie, also auf die Wortwurzel im Arabischen, weil die wirklich wunderschön ist und sehr viel Bedeutung einfängt. Das Wort Sha'r kommt von dem Wort Ha. Oder für ein gerade frisch gesprießtes Rasenhalm. Also eine Sache, die sehr, sehr subtil ist, sehr, sehr schwer wahrzunehmen. Dafür wird die Wortwurzel auch benutzt. So wie Härchen. Genau, Härchen oder die Handrücken auf dem Haare, also sehr, sehr subtile Sachen. Der Dichter wurde so genannt, analogisch dazu, weil er in der Lage war, die subtilsten Sachen in seiner Umwelt zu erfassen und diese zu verbalisieren. Und das ist eine wunderschöne Bedeutung, weil er ist quasi feinfühlig. Sehr, sehr feinfühlig. Weißt du, was der Punkt ist? Das Verb Yeshurun. Ja, merken. Genau. Weil deswegen, das ist ja derselbe Stamm. Wahrscheinlich dieses feinfühlige Merken. Genau. Shurur auf Arabisch Gefühle. Gefühle heißen so, weil sie eine subtile Form des Wissens sind. Im Türkischen gibt es Shur auch. Ursus heißt zum Beispiel jemand, der sehr kalt ist. Also kalte Gefühle, genau. Daher auch die Analogie. Also wir sehen, dass alles, was mit feinfühlig zu tun hat, diese Wortwurzel enthält. Und Gefühle sind halt sehr, sehr, es ist ein feinfühliges Wissen in uns drin, deswegen leer schon. Und die Dichter waren sozusagen ein Gremium, die mit ihren Feinfühlern jeden Fehler sofort wahrgenommen hätten. Also sehr, sehr wissenschaftlich aus heutiger Sicht, ne? Dass du Eigenschaften wahrnimmst, das Verb passt hier nicht, diese Präposition ist total fehl am Platz, aber ganz im Gegenteil. Man spricht von einer Konversion bei Einmalhören. Es wird berichtet, dass viele Leute der Expertise, als sie den Koran einmal gehört haben, die sich direkt ergeben haben, beziehungsweise den Islam angenommen haben. Anna. Das gibt es so in der vergleichenden Religionswissenschaft, gibt es das nur bei dem Koran, dass wir da ganz viele Berichte haben. Es wird nicht berichtet, dass einer irgendwann mal die Bibel gehört hat und dann sofort konvertiert, deswegen einen Vers und so. Das ist auch ganz, ganz interessant. Darf ich eine Sache dazu ergänzen? Gerne. Und zwar, weil ich stelle mir gerade vor, ich bin jetzt Dichter, ne? Und ich bin so irgendwo ein Star in meiner Gesellschaft und ich genieße das. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich habe etwas, was dich demütigt, was du kannst dieser Sache nicht das Wasser reichen. Wäre ich nicht der Erste, der versuchen würde, etwas genauso wie dies oder besser, also das zu challengen, das zu herausfordern? Weil der Koran fordert ja auch noch heraus. Das ist ja nicht nur so, er sagt im Endeffekt aktiv, ich bin das Beste. Ihr könnt etwas nicht wie mich produzieren. Wenn ich doch der Superstar bin und jemand sagt mir, ich bin der beste Fußballer, jemand sagt, ich bin noch besserer Fußballer, ich bin der Allerbeste, würde ich sagen, komm mal her, lass mal 1-gegen-1 machen. Und dennoch, dass sie dann immer noch diese Konversation, dieses Konvertieren haben, dieses, dass sie einfach in dem ersten Moment schon merken, so, okay, das reicht mir nicht, ich schaffe es nicht. Und ein Bruder hat mir mal ein Beispiel genannt, wieso diese Reaktion so war. Er meinte nämlich, wenn ich zu dir sagen würde, spring mal 20 Meter, okay? Okay, der beste Mensch springt irgendwie, keine Ahnung, 11, 12 Meter. Du würdest es vielleicht versuchen, so, ne? Vielleicht gibt es ja eine Chance. Aber wenn ich sagen würde, spring zum Mond, würdest du es nicht einmal versuchen, denn es ist unmöglich. Und genau so haben sie den Unterschied zwischen ihrer Dichtung oder der Dichtung, die sie kennen, und dem Koran gesehen. Das einmal dazu. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt und vielleicht anknüpfend an das, was ich eingänglich gesagt habe. Wenn ein Dichter da war, um den Erhalt, den Fortbestand und die Ehre des Stammes zu begründen oder zu vokalisieren, nicht? Oder zu verbalisieren, dann wäre doch das Erste, was diese Dichter gemacht hätten, eine ähnliche Sura zumindest hervorgebracht hätten. Oder der Staat an sich, weil das war ja, der Koran bedeutete auf politischer Ebene im Umkehrschluss den Untergang des Staates. Anna. Und Plato sagt in der Republik, was sehr interessant ist, er sagt, der Staat tut alles für seinen Selbsterhalt, also sehr evolutionärischen Charakter, so Survival of the Fittest. Der Staat hätte im Endeffekt irgendwas machen müssen, um gegen diesen Koran entgegenzukommen, aber sie haben es nicht geschafft. Und das ist vielleicht der beste Beweis
beziehungsweise sie haben es nicht literarisch geschafft, naja. Sie haben es versucht, militärisch zu lösen. Genau, genau. Obwohl sie die Besten in der Lage sind, es literarisch zu lösen. Das ist das Verwundersame. Ja. Das ist auch die Frage, es gibt bestimmt das Reel noch von mir von 3 Jahren oder so, wo ich die wirklich die Frage stelle, wie kann es sein, dass es einfacher ist für die Araber, welche Experten in der Dichtung sind, die Meister der Sprache, wie kann es sein, dass es für sie einfacher ist, in den Krieg zu ziehen, als eine Sura wie diese zu bringen? Ja, du hast doch sogar eine Vorlage, pack mal 20 Wörter irgendwie dazwischen, wird doch schon klappen sein auf den. Man versteht die Challenge auch in diesem Kontext viel besser. Warum sagt der Koran, ja, macht so etwas wie ich? Wenn man nicht in der Lage ist zu verstehen, wie detailliert und besonders die Ayats sind, dann denkst du dir, ja, okay, was soll ich... Sprache. Ja, warum ist das so, warum gibt es überhaupt so eine Challenge? Warum ist das so was Großes zu sagen, versuch mich mal zu kopieren? Ja, ja. Aber das war anscheinend genau die richtige Challenge für die richtigen Leute, weil die waren in der Lage zu verstehen, so, oh, okay, das kriege ich so nicht hin. Ja. Es ist schwierig, das ist deswegen auch so wichtig, dass man überhaupt Wissen sich aneignet oder generell irgendwas aneignet, irgendeine Kunst sich aneignet. Weil wir sind nur in der Lage, Dinge wertzuschätzen, die wir verstehen können. Mm. Wenn wir dumm durchs Leben laufen und nichts wirklich können, dann werden wir auch nie in der Lage sein, irgendwas wertzuschätzen. Yeah. Ich kann eine Holzarbeit, einen Holztisch oder eine Arbeit eines Schreiners nur wertschätzen, wenn ich wirklich verstehe, wie schwer es ist, mit der Holzmalerung zu arbeiten, etwas zustande zu bringen. Wenn ich das sehe, Tisch ist Tisch, Bruder. Ich check das nicht. Aber der andere, ein Schreiner, er sieht, oha, wie hat er diese Winkel gemacht? Wie hat er diese Fügungen hinbekommen? Er versteht das. Ja. Ein Maler, wenn er ein Kunstwerk sich anguckt, er versteht das. Ein Architekt, der sich ein Bauwerk anschaut, sagt, boah, wie haben die hinbekommen, Burj Khalifa zu bauen? Ich weiß doch, wie schwer es ist, überhaupt über 120 Meter zu kommen. Weißt du? Also das ist, man kann etwas nur wertschätzen, wenn man Experte in diesem Bereich ist. Und da ist es halt wichtig dann, dass man auch ein bisschen versteht, was diese Sprache überhaupt mitbringt, um überhaupt wertschätzen zu können, dass sie was Besonderes ist. Ja, ja. Sonst ist es einfach ein Satz. Ja, Sprache ist damit. Das ist ja das Dilemma, in dem wir uns heutzutage ein bisschen befinden. Für uns ist Sprache Sprache. Vor allem Sprache ist auch etwas nicht so quantifizierbares. Du kannst dich auf einem Graphen gucken, zum Beispiel, diese Sprache ist besser als diese Sprache oder dieser Text ist besser als dieser Text. Das macht es umso schwerer. Und deswegen sind wir wie diese Zuschauer, die einfach nur das Battle sehen von Musa a.s. und den Zauberern, und wir erkennen den Unterschied zwischen Zauberei und Zauberei nicht. Ah, krass, gut, weißt du? Gute Analogie. Und dafür, um diesen Schleier heute zu lüften, werden wir inshallah noch ein paar Beispiele sehen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Du hast gerade was sehr, sehr Schönes erwähnt, und das gefällt mir sehr, dass die Expertise für die Sache fehlt. Mhm. Und das Projekt von Lichtverse, beziehungsweise die Idee hinter Lichtverse, ist die Philosophie, dass wir davon überzeugt sind, dass Sprache eine Sache ist, die alle Menschen gemein haben. Und dass Sprache eine Sache ist, die analogisch logisch funktioniert. Okay? Dahingehend sagen wir, dass wenn man diese Sachen, die wir jetzt erklären werden, oder die in dem Lichtversebuch stehen, oder die in dem kommenden Lichtversebuch stehen, liest und versteht, selber zu dem Wundercharakter, bis zu einem gewissen Charakter, also den Wundercharakter des Korans, bis zu einem gewissen Grad selber nachvollziehen kann. Mm. Weil Sprache haben wir alle gemeinsam, wie eben erwähnt. Mm. Und Logik ist ein Instrument, das jeder Mensch eigen hat. Mm. Und deswegen mit den Beispielen und den vielen Beispielen und diese absolute Kohärenz im Koran ist es uns auch ein Anliegen, das weiter und intensiver zu formulieren und auch eine Art Umschwung in der muslimischen Community dahingehend zu leisten, dass wir sprachbewusster werden. Mhm. So, und weil Sprachbewusstsein sehr, sehr wichtig ist, umso besser du deine Anliegen verbalisieren kannst, umso besser du Sachen formulieren kannst, umso ernster wirst du auch in der Gesellschaft genommen. Mhm. Es gibt dieses Beispiel, dass man sagt, dass die schon Kinder in der Schule erkennen, wer am besten ihre Anliegen verbalisieren kann und für sie sprechen kann, und sie diese Person deswegen zum Klassensprecher wählen. Also es ist sehr elementar in uns, diese Wahrnehmbarkeit für schöne Sprache bzw. für Ausdruck. Ich will mit einem Koranvers vielleicht beginnen, wo der Koran über sich selber spricht. Es gibt einen Vers im Koran, wo es heißt, dass es ein arabischer Koran ist, ohne jegliche Krümmung. Ghayra dhi iwaj. Heißt es, das ist diese Phrase, auf die wir uns konzentrieren wollen. Er enthält keine Krümmung. Der Koran, also mit Krümmung ist gemeint, ein Widerspruch, irgendwas, was nicht 100% rhetorisch genau ist.
Und die Begrifflichkeit, wie das ausgedrückt wird, ist sehr, sehr interessant. Der Begriff Reir kommt auch in der Fatiha vor, wie wir alle wissen. Und es bedeutet nicht nur nicht, sondern wer weit entfernt davon zu sein. Mhm. Okay? Das ist im Türkischen Gayru Muslim Diyoruz, ja. Dieser Nicht-Muslim im Grunde, einfach übersetzt. Genau, und in der Fatiha, nicht wie? Ghayrul Maghdubi Alayhim. Genau. Nicht wie die, auf den Zorn ist. Mach uns weit entfernt davon, zu sein wie diejenigen, die deinen Zorn auf sich gezogen haben oder in die Irre gegangen sind. Also hat eine Konnotation von sehr, sehr weit entfernt davon sein. Ja, meine lieben Geschwister, die bei mir den Arabischkurs machen, das sind die besonderen Mudafs. Ich meine, keiner lernt die auswendig. Keiner lernt die. Aber die, die auswendig gelernt haben, die wissen. Und dann noch der Partikel dazu, die, das deutet mehr oder weniger darauf hin, dass in der Sprache, auch als Abraham damals ein Dua gemacht hat, also ein Bittgebet gemacht hat, sagte er, ich habe von meiner Nachkommenschaft bei dir am Hause wohnen lassen, welche, genau, dass dieselbe Wortphrase, weit entfernt davon, oder das Potenzial nicht besitzend, Pflanzenvegetation kultiviert zu werden. Warum? Weil Mekka, wo Abraham, da wächst nichts. Es heißt nicht nur nicht, sondern nicht mal das Potenzial dazu besitzen. Okay? Und es ist zwar ein bisschen technisch, aber wenn man das versteht, dann genießt man das richtig. Wenn der Koran also über sich spricht, spricht er davon, weit entfernt davon, Potenzial zu besitzen, Krümmung, also oder Unverhältnismäßigkeit, Widerspruch zu enthalten. Und wir sehen hier, wie diese Partikel oder auch Sprache selbstreferenziell im Koran beobachtet werden kann. Es verhält sich wie Teilchen. Weißt du, weil du kannst ein Teilchen gewisse Eigenschaften wahrnehmen. Und deswegen nochmal zum Wort Shi'ar, der nimmt die kleinsten, also der Dichter, der die kleinsten, subtilsten Sachen wahrnimmt, nimmt diese in Wörter wahr, nimmt diese in Partikel, weil die gewisse Eigenschaften tragen. Also nochmal, der Koran beschreibt sich damit, weit entfernt davon, das Potenzial zu besitzen, Krümmungen zu haben. Das Wort im Arabischen Krümmung heißt Iwaj. Das gibt es Iwaj mit einem Ri oder mit einem A, Awaj. Ist auch vielleicht ein bisschen technisch. Bei Lisa an? Nein, aber das Wort gibt es zweimal mit dem Ri und dem A. Das eine ist Krümmung auf einer physischen Ebene. Das eine ist, also Awaj, ist eine Krümmung auf einer physischen Ebene, die mit dem Sinn wahrnehmbar ist. Riwaj, was wir im Koran hier haben, ist eine Krümmung oder ein Widerspruch oder eine Ungenauigkeit auf einer Metaebene. Also was ist subtiler? Physische Krümmung oder eine Bedeutungskrümmung oder Nichtgenauigkeit? Was ist? Die Bedeutung, weil das andere könnte man sehen und direkt identifizieren. Genau. Also der Koran spricht sogar davon frei, Potenzial von einer Meta, also nicht wahrnehmbar, die leichtere, subtilere Form von Krümmung zu besitzen. Und es heißt im Arabischen nicht, dass der Koran aufrecht ist. Die Grammatiker haben gefragt, warum hätte man den Satz nicht sagen können? Der Koran ist aufrecht, also geradlinig. Amen. Genau. Und da muss da Rim oder was auch immer. Sondern er hat sich negierend, und hier ist der Begriff, der dafür verwendet wird, ist unbestimmt. Und im Arabischen Grammatik, ist ein bisschen technisch, sind Unbestimmte im Kontext der Negierung, bedeutet das, dass es auf ganzer Ebene wird eine Krümmung negiert. Hätte man das andersrum formuliert, dass der Koran aufrecht oder geradlinig wäre, würde das nicht unbedingt dasselbe implizieren. Das könnte heißen, dass er mal aufrecht ist, mal weniger. Mal aufrecht, mal weniger. Aber diese Wortverwendung, wie Tahir ibn Ashur, also ein tunesischer, einer der größten tunesischen Tafsir-Gelehrten sagt, deutet darauf hin, dass der Koran sich auf ganzer Ebene, auf ganzem Weg das Potenzial abspricht, die leichteste Form von Krümmung zu haben. Also, jetzt haben wir diese ganzen Partikel untersucht, die Wörter untersucht. Wisst ihr, was das Interessante daran ist? Dieser epistemische Charakter. Der Begriff sagt, dass die Aussage des Verses sagt, dass der Koran keine Krümmung hat, nicht ungenau ist, nicht diametral zu irgendwelchen Ereignissen steht, zu der Realität des Menschen steht. Und er gibt das, also epistemisch, also selbstreferenziell, also der Beweis des Gesagten liegt in dem, wie es gesagt wird. Und das ist die Stärke des Korans. Und das, also vielleicht ein bisschen technisch, aber... Mir gefällt das sehr. Und jetzt stell dir vor,
wenn man das übersetzt hat. Ohne Krümmung. Der Koran ist ohne Krümmung. Genau. Und stell dir vor, man hätte das Arabische vergessen oder verloren. Man hätte keinen Zugang mehr dazu. Mhm. All das, was du gerade erzählt hast, wäre weg für immer. Mhm. Weil man es übersetzt hat. Ja. Es ist quasi wie ein Screenshot von einer RAW-Datei, von einem RAW-Foto. Für diejenigen, die vielleicht jemals in ihrem Leben Fotos geschossen haben, das ist so mal ein Beispiel, was mir immer einfällt. Ein RAW-Foto ist etwas, wo noch die ganzen Lichtinformationen noch mit drin sind. Du kannst, wenn du möchtest, da reintauchen und mehr Informationen rausziehen. Du kannst vielleicht sogar bei manchen RAW-Fotos die Schärfe ein bisschen noch verändern, etc. Ganz viele Informationen sind drin. Das Foto ist dasselbe, es zeigt das gleiche Bild. Aber es sind noch ganz viele andere Informationen drin, die du herausfiltern kannst. Machst du jetzt davon einen Screenshot, hast du alles nur weg. Noch, ja, es hat keine Krümmung, aber alles andere ist weg. Ja. Und das ist quasi für wenn Leute sagen, lass doch einfach nur die Übersetzung, wozu brauchen wir das Arabische überhaupt noch, den Originaltext überhaupt noch. Das sind solche Leute, die so blöd wären und alle Backups löschen würden und nur noch Screenshots von ihren Originalfotos hätten. Und niemand, der Fotos macht, wird das übers Herz bringen. Aber im Koran wollen die das machen. Mhm. Weißt du, was mir auch dazu einfällt? Zum Beispiel, weil wenn man sich auch ein bisschen mit dem Koran beschäftigt und so, leider kommt auch dann folgendes Dilemma, dass du dann irgendwann sagst, Raira di Iwaj, weiter geht's. Weißt du, du weißt, okay, Raira ist ungefähr nicht, die Iwaj hat keine Krummheit, dann machst du trotzdem weiter. Also du übersetzt es trotzdem nur so wie eine Übersetzung. Das heißt, es ist so ein bisschen die Schande, dass man so ein bisschen dieses Tadabbur, dieses darüber nachdenken, über die Verse, was ist der, warum ist das hier unbestimmt? Warum nicht Raira di Iwaj? Mumkin, möglich. Warum ist das hier unbestimmt? Warum ist hier Rair? Oder was sind die rhetorischen Implikationen von Rair? Weil wir machen das auch leider, also ich kann nur für mich sprechen, manchmal ist man sehr einfach auch zufrieden mit der Übersetzung, macht einfach weiter, man pausiert nicht. Worauf ich hinaus möchte, ist, nicht jeder, der auch dann Arabisch kann, sagt dann, oh Rair, er meint dann, er hat nicht mal das Potenzial, Iwaj, unbestimmt, dafür, dass jegliches in der Negation negiert wird. Weißt du, was ich meine? Ja, wir haben früher in der Schule seitenlang Gedichtanalysen geschrieben. Ja, ja, ne? Das ist das, was ich meine. Das war natürlich ein Witz, sozusagen, ja, niemand hat der Dichter darüber nachgedacht. Ja, ja. Jetzt, was ich hier reininterpretiere, dass er, warum hat er in diesem Satz dieses Wort gewählt, ja, und ja, warum an der dritten Stelle nochmal? Also jeder, der sich überhaupt, der vielleicht mal Deutsch-LK hatte oder generell Deutsch hatte und Gedichtanalysen gemacht hat, weiß, es kann mehr hinterher stecken, warum ein Wort irgendwo ist. Und beim Koran wissen wir zu 100%, dass kein Wort, Positionierung ist Zufall. Also alles, was du da entdeckst, ist auch absichtlich dort. Und da checkt man dann so ein bisschen, oh, das ist echt krass, das ist wirklich extrem bewundernswert. Ja, ja. Nee, vielleicht habt ihr gleich ein besseres Wort. Was mir immer einfällt, ich habe Angst, dass der ein oder andere vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, wie kann das sein, dass ein Wort so viele Bedeutungen hat? Oder wie kann das sein, dass das ein Wort ist, aber wenn du versuchst, es mir zu erklären, musst du mir eine lange Erklärung machen. Ich bin da nicht vorangekommen, da mal deutsche Beispiele zu finden, wo man ein bisschen relaten kann. Was mir jetzt auf Anhieb einfällt, ist zum Beispiel das deutsche Wort Fremdscham. Wenn du das übersetzen würdest auf Englisch, kannst du nicht einfach nur mit Scham übersetzen. Es ist an sich Scham, ein Schamempfinden. Aber du musst erklären, okay, es ist zwar Scham, aber nur, wenn jemand anderes etwas Komisches macht und du das Gefühl hast, boah, ich fühle mich gerade unwohl, weil die Person es macht. Ich habe jetzt einen ganzen Satz gebraucht, um zu erklären, nur Fremdscham. Das Gefühl ist das gleiche, es ist ein Gefühl von Unwohlsein, aber es bleibt damit nicht alleine. Also es kann vielleicht so für alltägliche Wörter, wo man erkennen kann, okay, ein Wort kann tiefergehende Bedeutung haben und ist nicht einfach zu übersetzen. Manchmal braucht man ein bisschen mehr Hintergrundwissen und Erkennung darum, dass es in der Sprache eventuell mehr dahinter verborgen hatte. 100%. Ich finde auch, dein Beispiel hat es direkt wiedergegeben. Also, ne, du kannst Fremdscham nicht mit einem Wort eins zu eins übersetzen. Das kommt vor und da musst du einfach nur den Kontext noch geben, wie das genutzt wird. Zum Beispiel im Englischen Anxiety. Nichts im Deutschen. Du musst auch wieder erklären, ein komisches Gefühl, welches einen trifft, wenn man... Es wird mit Angst oder so übersetzt. Mhm. Aber Angst ist ja nicht Anxiety. Wir wissen, Anxiety hat noch mehr. Es gibt so ein Unwohlsein, es gibt so dieses innere Bedrücktsein. Genau, richtig. Und genauso. Und die arabische Sprache, darüber hat er auch ein bisschen angeschnitten, ist auch sehr illustrativ und referenziert die Realität. Wie zum Beispiel mehrere verschiedene hunderte Wörter für Kamel. Wieso? Weil ein Kamel, die hat ein Wort, wenn es 10 Monate schwanger war, dann für die männliche, für die weibliche und mehr Kreativität habe ich nicht. Keine Ahnung, wie die noch für zwei andere kommen. Ein Höcker, zwei Höcker. Ein Kamel, der... Ein Bein, der, zwei Beine. Der erste, ich kann mir so was ich vorstellen könnte in dem Kontext. Ja. Kamele, die besser geeignet sind zu packen. Kamele, die besser geeignet sind, lange Strecken zu gehen. Zum Beispiel, Kamele, weißt du? Junge Kamele und so weiter. Und so kommen die auch zu 100, aber sie sind sehr detailliert. Ja, also dann...
Und jemand, der in der Sprache, der Sprache mächtig ist, würde niemals das Wort für Kamel verwenden, ja, wenn es eigentlich um ein anderes Kamel sich handelt. Ja. Aber wenn du es übersetzt, ist es einfach nur, er hat ein Kamel dabei. Ja. Aber jemand, der in dieser Sprache mächtig ist, weiß, okay, wenn er dieses Wort verwendet hat, hat wahrscheinlich das noch mit zu bedeuten. Mhm. Ein paar Hintergrundinformationen, die automatisch mitkommen, die vielleicht aber gar nicht so krass wichtig in der Übersetzung sind, aber trotzdem was mitbringen. Ich kann ein Beispiel, einen arabischen Beispiel dazu geben, weil was mir dazu einfällt. Und zwar gibt es ein Wort für das Kamel, und zwar heißt das Ishar. Und der Ishar ist das Kamel welches? Das kommt von der Zahl 10, weil die Kamele sind 10 Monate schwanger. Und Kamele, die voll schwanger sind, das heißt hochschwanger sind, die werden ja Ishar genannt im Koran. Okay? Mhm. Das heißt, beziehungsweise von den Arabern. Also ein Kamel, welches hochschwanger ist und kurz vorm Gebären ist. Okay? Ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist, aber die werden bestimmt hochschwangeres Kamel benutzt haben. Aber der Koran beschreibt zum Beispiel am Tage der Auferstehung, beziehungsweise wenn das Ende der Welt kommen wird, dass man Ishar sehen wird, welche Uttilat, welche vernachlässigt sind. Okay? Das heißt, Allah SWT bezeichnet ein bestimmtes Kamel, welches hochschwanger ist und wie dieses vernachlässigt wird. Und warum ist das so prägnant? Warum hat Allah das hochschwangere Kamel benutzt oder verwendet? Warum genau dieses Wort? Warum in diesem Kontext? Und da geht es halt darum, Kamele sind damals Nahrung, Fortbewegungsmittel, plus es ist hochschwanger. Das heißt, dein Investment hat sich noch verdoppelt. Das war das Wertvollste für die Araber, war ein Kamel, welches auch noch hochschwanger ist. Und wenn Gewaltiges muss passieren, dass ein Araber sein hochschwangeres Kamel vernachlässigt. Die Welt muss untergehen. Und das hilft tatsächlich auch, weißt du? Und so gibt es dieses passende Wort eines Kamels, welches dieses Überkrasse einfach bezeichnet, dieses Unvorstellbare bezeichnet, genau passend zu dem richtigen Kontext. Genau, und vielleicht kann ich dazu hinzufügen, es gibt das Wort für Kamel noch Al-Ibl, Al-Ir, Naqa, Jamal, unter anderem. Jamal kommt Kamel, ja. Und Budden. Jedes dieser Charakteristiken dieses Wortes, wenn man genau guckt, ist, wie du eben beschrieben hast, genau in dem Kontext, wo es diese Eigenschaft eines Kamels ausdrücken soll, was kontextual passend ist. Und du hast ja gerade und das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell und elementar in uns. Und dann nochmal vielleicht zurückzukommen, warum es so wichtig ist, dass es auf Arabisch ist und nicht übersetzbar ist. Dass, wir sagen mal spaßeshalber so, dass der Koran die islamische Trinität ist, also in Anführungszeichen. Dahingehend, dass Allah sich in seinem perfekten Wort den Menschen offenbart hat. Mhm. Und wenn Lost in Translation, wenn so eine subtilen Sachen verloren gehen, dann bleibt dieses Bilderhafte nicht mehr da. Mhm. Dann bleibt diese Dynamik nicht mehr vorhanden. Und deswegen macht es schon Sinn, dass es nicht übersetzt wurde, weil der Koran ist ja mehr oder weniger die höchste Form der Rezeptionsästhetik. Geschichten, die da stattgefunden haben, da erzählt worden sind. Höchste Form der Rezeptionsästhetik. Ja, sozusagen. Ich weiß nicht, nächste Folge werde ich mir, glaube ich, blöd vorkommen, wenn wir zusammen hier wieder drehen und so über normale Wörter wieder benutzen. Nein, aber also, vielleicht in unserem Kontext, kennt ihr das, wenn jemand irgendwo irgendwas war und dann kommt, er erzählt das so gut, es ist vielleicht besser, als es in echt passiert ist. Also, ein guter Storyteller sozusagen. Ja, auf jeden Fall, und das ist, um nochmal auf den Punkt mit den Wörtern und den Eigenschaften zurückzukommen, es ist elementar. Wir haben bei Babys, kennt ihr das, wenn Babys so ein quadratförmiges Spielzeug haben, wo sie einmal einen Ball haben, den sie dann ins Loch, wo ein Ball reinpasst, reinwerfen, einmal ein Quadrat, einmal ein Dreieck. Wir lernen schon sehr, sehr früh, das Erste, was das Hören macht, ist sehr, sehr früh, Eigenschaften, Charakteristiken in Gegenständen wahrzunehmen und diese dann zu verorten. Es ist höchst wissenschaftlich eigentlich, was der Koran macht, oder elementar, dass er mit den Wörtern die gewisse Eigenschaften hat, die an die richtige Stelle. Deswegen die goldene Regel in der Rhetorik, li kulli maqam maqal. Jedes Wort hat seinen gewissen Kontext, wo es ausgesprochen wird. Und vielleicht wollte ich da jetzt nochmal die Chance nutzen, mein zweites Beispiel zu geben, wenn wir gerade bei den Wörtern waren und der Wortverwendung. Im Koran ist es oft so, dass der Begriff Mensch verwendet wird. Und es gibt verschiedene Synonyme für Mensch. Einmal heißt es Insan, einmal Bashar, einmal Nefs. Okay? Und alle kommen im Koran aber immer an einer anderen Stelle ein bisschen anders vor.
wenn wir beobachten, wie sich das Wort Insan, ein Wort von, für Mensch, was von dem Vergessen kommt, von der Nachlässigkeit kommt, dann werden wir jedes Mal sehen, dass der Kontext, den der Koran für das Wort Mensch verwendet, einer ist, wo Allah den Menschen an eine Sache entweder erinnert oder seine Nachlässigkeit, seine Fehlerhaftigkeit kontextualisiert. Weil das die prägnanteste Eigenschaft des Menschen ist, welche hier in einer Art dramatischen Situation ein Bild wiedergibt. Das Wort, deswegen Mensch, vergessen in Zähnen. Das Wort Beschar kommt von Bishra. Also ein Wort für den Menschen ist Beschar, von der Bishra der Haut. Warum? Warum wurden Menschen nach ein Wort für den Mensch, welches von der Haut abstammt? Weil eine der prägnantesten Charakteristiken von uns Menschen im Gegensatz zu Tieren, dass unsere Haut wahrnehmbar ist, also nicht behaart ist, und dass sich Emotionen, also wie Freude, wie Leid, wie Charakter auch in der Haut ausdrücken. Deswegen auf Ägyptisch sagt man, oder die Syrer sagen Schlonik, was ist deine Farbe? Yeah, was deine Gesichtsfarbe ist damit gemeint, wenn er sauer ist, sehr rot oder dunkel oder was auch immer. Schlonik, wie geht's dir eigentlich? Ja. Aber wortwörtlich, was ist deine Farbe? Farbe. Interessant, dann, ne? Diese, ja, weil die Emotionen, aber guck mal, wie schön auch Sprache agiert, weil Emotionen und das Menschsein sich auch auf der Haut ausdrückt. So, ne? Und deswegen, Frauen wollen auch mal eine schöne, schöne Haut haben, weil auch die Schönheit der Menschen liegt ja an unserer Haut irgendwo und das Allah uns so geschaffen hat. Und also die Konnotation, eine Sache, die nach außen dringt, eine Sache, die wahrnehmbar ist, eine Sache, die uns menschlich macht. Jedes Mal, wenn im Koran der Begriff Bashar erwähnt wird, ist es ein Kontext, dass der Mensch sich nach außen gibt. So seid ihr Basharan, die sich verbreiten, die wahrnehmbar werden. Okay? Und Maryam, als ein Bashar zu ihr kam, sich ihr offenbarte, wahrnehmbar, sichtbar für sie wurde. Und ein anderes Wort für Mensch, oder im Deutschen ist es als Seele übersetzt, ist Nefs. Wenn ihr in türkischen, manchmal in türkischen Städte fahrt, steht, wie viele Nefs da wohnen, oder? Kennt ihr das? Ja. Diese Schilder? Nufus, genau. Menschen sind hier damit gemeint, Einwohner. Das Wort kommt von dem Wort Atmung. Nefes, ne? Atmung. Auch im Türkischen. Habt ihr auch im Türkischen Nefs, genau. Warum? Weil man sagt, eine der prägnantesten Merkmale des Menschen ist die Atmung. Man, wir sind, also so bildlich dargestellt, wir sind eine Anzahl abgezählter Atmung. Wenn immer ein Atemzug von mir weggeht, vergeht ein Teil von mir, so, ne? Der Countdown läuft. Und das Interessante ist, dass jedes Mal im Kontext des Todes im Koran, des Todes des Menschen, welches Wort vorkommt? Nefs. Weil Nefs, das prägnant, also es ist die beste Gegenüberstellung zum Leben oder Leben und Tod, Atmung, weiß ich meine? Also atmet er noch. Das Merkmal für Leben ist was? Atmung. Guck mal, ob er noch atmet. Und jedes Mal, wenn es um den Tod geht, wird der Begriff Nefs für Mensch erwähnt, weil das die krasseste, also die deutlichste Gegenüberstellung von Leben und Tod ist. Das ist richtig spannend und mein intrinsische Motivation, oder mein, ich denke mir gerade, ich würde das gerne gucken. Ich würde das gerne anschauen, stimmt das dann auf den? Im Sinne von, es wird ja stimmen, ne? Aber im Sinne von, ich denke mir, folgendes möchte ich hinaus, um es einfach zu formulieren. Selbst wenn man diese Verse einfach nur so oberflächlich durchgeht, wie die meisten es tun und ich eingeschlossen, man sieht diese Unterscheidung nicht. Ob da jetzt Insan, Bashar oder Nefs stehen würde, für dich im ersten Moment wäre das egal. Aber es steht eine wichtigere, oder es ist nicht willkürlich gewählt, warum hier Nefs, Bashar und hier Insan gewählt wird. Und auch hier, dass man diesen Appell hat irgendwo, dass man Tadabbur macht, darüber nachdenkt, schaut, okay, wieso ist dieses Wort hier gewählt worden, was ist das, was dieses Wort besonders macht. Und natürlich ist es einfacher, wenn das jemand für einen vorkaut und danach gibt, natürlich. Aber das einfach nur, ist auch ein bisschen schade ist, dass solche Sachen verloren gehen, selbst wenn man die Übersetzung kennt, weil du sagst, okay Mensch oder Seele, ja. Weißt du? Ja, die Message muss übersetzt werden. Ja, das auf jeden Fall. Das Wunder liegt in der Originalsprache. Wenn man das Wunder wertschätzen möchte und schmecken möchte, dann kommt man nicht drum herum, sich diese Sachen anzuschauen. Also das heißt jetzt nicht, übersetzt niemals, wenn du es kein Arabisch kannst, dann geht das natürlich nicht anders. Die Message muss ja verbreitet werden, auch für Leute, die nicht Arabisch sprechen, ja. Aber das Wunder des Korans, quasi einer der Beweise des Islams, sind die Art und Weise, wie der Koran herabgesandt wurde. Und vor allen Dingen in der Übersetzung, wenn wir jetzt für alles, für jedes Mal, wenn wir das Synonym verwendet haben, das Wort Mensch verwendet hätten,
dann wäre gar nicht dieses illustre Bild zustande gekommen eines atmenden Menschen, der jetzt seinen letzten Atemzug macht und gerade am Sterben ist. Eines Menschen, der sich gerade zeigt oder Menschen, die sich verbreiten, wahrnehmbar werden. Eines Menschen, der nachlässig ist, der am Vergessen ist. Das sind ja Bilder, welche durch diese die Synonyme bzw. Wortverwendung geprägt werden und jeweils auch eine Dynamik in dem Vers entstehen lassen. Wir haben nicht mal im Deutschen mehr Wörter für Mensch, oder nicht? Du kannst sagen Homo sapiens. da wird noch jemand verstehen, dass du den Menschen meinst. Du kannst Mensch sagen, aber sonst fallen mir keine anderen Wörter ein. Der nachlässige Mensch, der vergessliche Mensch. Ja, es gibt keinen Nomen alleine, was dann plötzlich was anderes suggeriert, obwohl es halt um das Gleiche geht. Vielleicht, wo das, was ihr gerade sagt, wo das ganz gut veranschaulicht wird, ist, der Koran hat 77.400 noch was Wörter. Die englische Übersetzung, die Sahih Translation sozusagen, eine relativ gängige Übersetzung, hat wie viele Wörter? 155.000 Wörter. Sie mussten Wörter hinzufügen. Sie mussten diese Wörter beschreibend hinzufügen, weil man einfach das Pendant in der anderen Sprache nicht hatte. Das ist eine schöne Statistik. Weil das bestätigt das ja, nicht? Dass man, ne? Und selbst dann gehen noch Sachen verloren. Das ist das Spannende. Weil du hast ja immer noch dann nicht das Pendant. Du hast immer noch. Man muss, und das zeigt es halt, dass es so deutlich ist, die doppelte Wortanzahl, nicht? Das zeigt das wirklich. Das ist die koranische Rhetorik. Die koranische Rhetorik sagt Al-Balagha Ijaz. Also die gute Rhetorik ist, sich kurz halten. Und wir hatten eben auf dem Weg hierher im Auto darüber geredet, Fremdwörter, Nicht-Fremdwörter, dies, das oder zu schwere Ausdrucksweise. Ein guter Rhetoriker im Arabischen ist derjenige, der nicht irgendwelche sophisticated Begriffe benutzt oder hochgestochene Wörter, sondern Balagha, also Rhetorik, heißt den Gegenüber erreichen. Und das Wichtigste ist, dass deine Message beim Gegenüber ankommt. Und wenn du manchmal zu hohe Wörter oder zu viel Fachterminis benutzt und der Gegenüber das überhaupt nicht versteht, dann bist du ein schlechter Rhetoriker, auch wenn du vielleicht schöne Wörter benutzt. Oder darum geht es, den Gegenüber zu erreichen. Und ich glaube, kein Werk in der Lebensgeschichte hat das besser gemacht als der Koran. So diesen Vers, aber das ist Balagha. Das ist Balagha sozusagen. Das ist die Art, sich auszudrücken. Weil im Endeffekt, was eines der größten Wunder für mich des Korans ist, weil wenn man die Folgen sieht, ist, wie viel ein Werk an ausrichten kann sozusagen. Weißt du, was ich meine? Wie viele Menschen ihr Leben geändert haben aufgrund von Worten. Weil es geht nicht nur darum, wie viele Wörter wurden umsonst geschrieben. Weißt du, wie viele schöne Wörter wurden vergessen. Aber diese Worte haben irgendetwas an sich, sei es das Transzendentale, sei es das Metaphysische, sei es die Ausdrucksweise. Das Gesamtpaket macht es so wertvoll, dass Milliarden von Menschen nach diesem Buch leben. Überleg mal. Das ist etwas, wie wurde dann kommuniziert, dass es so erfolgreich dann diese Message überbringt. Weißt du, was ich meine? Weil du musst das ja an so vielen Menschen, kannst es ja nicht deren auf sie erzwingen, du kannst das nicht auf sie zwingen. Das heißt, sie müssen es absichtlich annehmen. Wie kommunizierst du dann am besten? Und das macht der Koran besser als jedes andere Werk jemals. Ja, Barakallahu fik. Würden Sie mir zustimmen? Ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Danke für diesen schönen... Gut, sonst hätten wir schon nochmal sprechen müssen. Nee, war eine wichtige Anmerkung auf jeden Fall. Vielleicht mache ich jetzt mit dem dritten Beispiel weiter. Sehr gerne. Und noch ein drittes Beispiel. Und zwar das anhand einer Geschichte, um das vielleicht ein bisschen zu illustrieren, wo es heißt, und wir gaben der Mutter Moses ein, also in Sura 28, stille ihn und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser und fürchte dich nicht und sei nicht traurig, wir werden ihn dir zurückbringen und ihn zu einem Gesandten machen. Da lasen ihn die Angehörigen des Pharaos auf, damit er ihnen zum Feind und zum Grund von Kummer werde. Gewiss Pharao, Haman und deren Herrschern pflegten verfehlt zu handeln. Die Frau des Pharaos sagte, er wird für mich und für dich ein Grund zur Freude sein, töte ihn nicht. Vielleicht nützt er uns oder wir nehmen ihn als Kind an. Dann merkten sie, aber dabei merken sie es nicht. Und das Herz der Mutter Moses wurde leer, beinahe hätte sie ihn für wahr offen bekannt gegeben, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie zu den Gläubigen gehöre. Also diese Geschichte in der Sura Nummer 28 erzählt uns dieses Teilstück, vielleicht für die, die Geschichte nicht kennen. Pharao hatte einen Traum, dass sein Königreich auf den Händen eines der Kinder Israels untergehen wird. Und dann hat er angeordnet, sie töten zu lassen. Und als dann die Herrscher mehr oder weniger
auf der Suche nach diesen Kindern war, erzählt uns der Koran die Geschichte, wie das Herz der Mutter Moses mehr oder weniger entflammte. Und hier wollen wir vielleicht ganz kurz auf die Synonymverwendung wieder eingehen. Hier gibt es einmal das Wort Fuad für Herz und einmal das Wort Qalb für Herz. Beides in der Übersetzung mit Herz übersetzt. Mhm. Wohingegen Fuad ein dramatisches Herz ist, ein emotionales Herz, ein brennendes Herz, was den Zustand der Mutter Moses wiedergibt. Aber als dann Allah das Herz der Mutter Moses gestärkt hat, wurde es zum Qalb. Qalb ist eine Sache, die, sag ich mal, sich bewegt. Und das wird immer im Koran für die Stärkung des Herzens verwendet. Also in der Übersetzung steht einmal Herz, einmal Herz. Im Arabischen einmal Fuad, einmal Qalb. Ich finde sozusagen. Das auch Herz, Herz? Ja, ja. Ja, und das Herz der Mutter wurde leer. Mhm. Hätten wir nicht. Und hätten wir nicht ihr Herz gestärkt. Genau. Aber das visualisiert gar nicht den Zustand einer ängstlichen Mutter, die Angst um ihr Baby hat, das gleich vielleicht getötet wird. Und danach eine, die von Gott gestärkt wurde, die Ruhe hat, dessen Herz Ruhe hat. Bilder ergeben sich durch diese Synonyme. Also der Art of Storytelling, wie der Koran diese Geschichte erzählt. Darf ich da einmal kurz reingrätschen? Erst einmal, wer nach dieser Übersetzungsvorlesung nicht Arabisch lernen möchte, der soll mir nicht unter die Augen kommen. Ich finde das, wenn man, ich weiß nicht, also vielleicht sind wir auch ein bisschen verwöhnt, was Arabisch angeht, aber auf Deutsch hört sich alles immer so ein bisschen trocken an. Kennst du das? Ja. Zum Beispiel meine Eltern sagen das auch immer, dass die deutsche Sprache so ein bisschen trocken ist gegenüber der türkischen Sprache, weil da kann man mehr Emotionen und da steckt ein bisschen mehr drin. Allah alam, ob das jetzt eine Charakteristik der deutschen Sprache ist oder so. Aber auf Arabisch fühlt man auch mehr. Es hört sich auch allein von den Geräuschen, von den Lauten her besser an und so weiter. Das ist das Erste. Man darf Deutsch jetzt nicht runterreden. Wir können einfach kein Deutsch. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Oder so. Also wir, wenn, auch, also nicht nur wir, sondern auch allgemein hat sich halt die Sprachkapazität von Deutsch sehr, wirklich, sehr verringert durch die Anglizismen und so weiter. Wir reden auch unser Sprachgebrauch, unter Freunden und so weiter, reden wir wirklich schwaches Deutsch. Obwohl Deutsch war ja die Sprache der Dichter und Denker, genau, sagt man. Ne? Und, warum hat dann Allah nicht mehr in Deutschsprache genommen? Auch im war auch nicht so gut gedenkt vielleicht. Auch im Vergleich zu Englisch und so weiter ist eigentlich Deutsch ursprünglich viel mächtiger gewesen. Nur wir haben halt diese ganzen Wörter nicht mehr. Das will ich so mit reinbringen. Nee. Gleiche geht auch für Türkisch. Das Türkisch, was wir können, auch was die ganze Türkei kann, auch die Elite in der Türkei kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was halt eigentlich für einen Türkisch existiert hat, islamische Forschung. Ja, Forschung, das ist Forschung sagen. Wo die ganze islamische Forschung eine Zeit lang auch in der Türkei betrieben wurde, da hatten die auch einen ganz anderen Sprachgebrauch. Mhm. Also wir haben auch angefangen, dieses, was du gesagt hast mit 1984, hat bei uns so von Natur aus eingeschlagen, dass unser Sprachgebrauch sich langsam ausdünnt und wir quasi nicht mehr in der Lage sind, Gefühle und Gedanken zu formulieren. Unabhängig von der Bedeutung meine ich aber auch von dem Wort Klang. Weißt du, was Arabisch ist? Es geht einfach viel mehr ins Herzen. Ich glaube, das meinen auch meine Eltern, wenn sie meinen, zum Beispiel auf Deutsch kann ich kein Dua machen. Weißt du, es hört sich komisch an, wenn ich sage, oh Allah, gib mir bitte. Ja, Allah, bana verebilirim. Oder weißt du, was ich meine? Im Arabischen gibt es ja auch manchmal Wörter, wo im Klang schon bereits so eine Bedeutung mitkommt. Oder wenn du nicht weißt, was es bedeutet, dass du wirklich, es hört sich an wie ein Würgen, hattest du mal. Und dann heißt das Wort auch Würgen, obwohl, weißt du, gleichzeitig. Weil ich möchte eine letzte Anekdote dazu noch sagen. Ja, wir sind unser Yawmul Arafa dieses Jahr. Wir sind im Hajj-Zelt. Okay? Ja, und dann macht man ja Dua. Oder die haben das gemacht, halt, dass man gemeinsam Dua macht. Erstmal kommt ein sehr geehrter Bruder. Er hat dann schön auf Arabisch Dua gemacht. Man hört so richtig dieses Wiepen. Wiepen heißt das, ne? Wenn man dieses Weinen oder dieses leise Weinen von rechts, von links und so weiter. Es geht aufs Herz. Auf Englisch heißt Wiepen, ja. Wiepen? Egal. Auf jeden Fall, man hört dieses Weinen, man hört dieses Intensive, man hört dieses Gefühl trifft dich direkt in deinem Herzen. Danach kam der nächste Bruder. Ja, Allah, gib uns so und so, verzeih uns hier. Und es fühlt sich ganz anders an. Es schmeckt ganz anders, selbst wenn es dieselben Worte sind. Selbst wenn in der Übersetzung nichts verloren geht, es schmeckt anders. Also das ist mir nur aufgefallen, als wie ich sozusagen jetzt hier sitze. Ich habe eine witzige kurze Anekdote dazu. Ich war mal vor 5 Jahren mit einem guten Freund von mir, ist konvertiert auf der Yukon. Und da hat ein Bruder namens Majid einen sehr, sehr schönen Dua auf Deutsch gemacht. Mhm. Und mein Freund hat wirklich sehr, sehr stark geweint. Ja, weil er das noch, weil es vielleicht auch ein bisschen konzeptionell, weil er es noch nie auf seiner Muttersprache so wahrgenommen hat. Mhm.
Und ich glaube, es ist eine Frage des Ausdrucks, weil Sprache hat generell das Potenzial, dass man... Also ich muss dem auch zustimmen, was Deutsch angeht. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich habe da genau gleich gefühlt. Ich habe da genau gleich gefühlt früher. Was ist das? Ja, du kannst auf Deutsch kein Dua machen und auf Deutsch islamische Themen hört sich komisch an. Aber ich bin ja in dieser Sohbet-Gruppe und dadurch, dass wir unterschiedliche Landsleute sind, Pakistaner, Deutsche, Albaner, Türken, können wir gar nicht auf Türkisch machen, die Sohbets. Und dadurch, dass ich jetzt schon fast 7, 8 Jahre immer auf Deutsch im Kontext vom Islam spreche, fühlt sich es für mich mittlerweile nicht mehr merkwürdig an, auf Deutsch zu beten, über Islam auf Deutsch zu sprechen. Ich hoffe, aber du rezitierst noch auf Arabisch an. Gott Deutsch ist der Größte. Nein, natürlich, auf Arabisch wird noch alles rezitiert. Lob und Danke mit Allah. Nein, ich meine generell, dieses Gefühl ist verflogen. Also es ist wirklich nur eine Gewöhnungssache, dass sich etwas sehr trocken anfühlt. Wenn du die richtigen Worte kennst und weißt, kannst du ein ebenbürtiges zu alle anderen Sprachen auch, denke ich, finden. Außer natürlich das klassische Arabisch, darüber reden wir schon die ganze Zeit. Das natürlich noch eine ganz andere weitere Tiefe hat. Aber ich glaube, es ist auch, sage ich mal, so eine Form von Challenge, Herausforderung, dass man dann versucht, auch kreativ zu sein. Wie vermittle ich gewisse Inhalte? Heidegger hat mal was gesagt. Er sagte, wenn ein Löwe deine Sprache sprechen könnte, so würdest du ihn nicht verstehen. Weil er nicht den soziologischen, den kulturellen Background hat wie du als Tier. Und Allah hat ja immer die Propheten in ihren Völkern gesandt. Und die dann auch jeweils die Sprache des Volkes sprachen, um eine Art Zugang zu finden. Und ich glaube, gerade für uns hier als deutschsprachige Muslime mehr oder weniger, ist es auch mehr oder weniger eine schöne Herausforderung, die wir annehmen sollten. Und da das sagen wir unseren Lesern mit Lichtverse immer wieder, das ist auch ein Ziel, Hauptziel von Lichtverse, dass wir diese Religion auch schön auf Deutsch verbalisieren und formulieren. Gibt es ja selten, dass du mal so einen schönen deutschsprachigen, gut artikulierten Vortrag über den Islam hörst, was ich meine? Ja, das kommt erst langsam im Kommen, aber es ist echt selten. Im Kontext der Rhetorik finde ich auch den Satz immer sehr schön. Das heißt, du sagst nur so viel, wie dein Gegenüber versteht. Mhm. Wenn dein Gegenüber dich nicht versteht, kannst du die allerbesten Wörter verwenden. Die kommen nicht an und dann hast du auch nichts gesagt. Ja. Du sagst nur so viel, wie der andere in der Lage ist, aufzunehmen. Mhm. Und da muss man auch anpassen und vielleicht mit der Zeit Community mitbilden. Aber wenn man von vornherein direkt die größten Sachen von sich gibt und die keiner nimmt die auf, dann sagst du auch nichts. Weißt du, was mir dazu einfällt? Wenn jemand in der Lage ist, einen Vers zu verfassen, den kein einziger Mensch jemals verstehen kann, dann ist es der Schöpfer der Menschen. Und dennoch betont Allah im Koran, dass er Linnas, dass er zum Beispiel Gleichnisse für die Menschen prägt. Weil wenn Allah wollen würde, dann könnte er so formulieren, auf so hoch, auf so komplex, dass wir kein einziges Beispiel, keinen einzigen Satz verstehen würden. Aber dennoch formuliert er seine Art, seinen Text, auf die seine Worte wählt er auf die beste Art und Weise, so wie es ihm geziemt natürlich, um für den Nutzen der Menschen, für uns angepasst, für seine Audienz angepasst. Und er verspricht ja auch, dass er es für uns einfach machen wird. Wir müssen uns nur den Willen zeigen. Dann ist es ja nicht möglich, es ist ja nicht so, dass es unmöglich ist zu verstehen. Man kann alles verstehen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Was würdest du den Sinn verfehlen, wenn man einen Text offenbaren würde, der nicht verständlich ist? Nicht verstehbar ist. Und ich glaube, das ist eine perfekte... Dass nicht verständlich ist, einmal Sache, und nicht verstehbar ist. Nicht verständlich kann sie sein, weil du dich nicht gebildet hast. Aber es ist theoretisch möglich, dass du es verstehen könntest. Also sonst würde jemand sagen, ja, ich verstehe Arabisch nicht, warum ist es dann... Er ist durchaus verstehbar, nur ab da ist es dann deine Hohlpflicht, die dann greift. Und ich glaube, es gibt keine bessere Überleitung, als die ihr gerade angeführt habt, und zwar der Kontext, dass der Kontext ganz, ganz wichtig ist, wen man vor sich hat, was das Szenario ist, und damit will ich auch schön weitermachen hier. Und zwar, diese Sura 28, über die wir gerade erzählt haben, thematisiert die Auswanderung von Moses. Erstmal als Baby und später im Alter nochmal, als er nach Medien ging. Das, also im historischen Kontext dieser Sura, war das die letzte Sura, sagt man, die in Mekka offenbart wurde, vor der Auswanderung des Propheten. Eine Art Blueprint, welche den Propheten auf seine kommende Auswanderung vorbereiten soll. Und deswegen das Wort Raduke oder Rad wird 3-4 Mal in dieser Sura erwähnt, aber in keiner anderen Sura so häufig.
weil dieses Echo des Zurückbringens hat ein gewisses, gibt der Sura ein gewisses Farbkleid, welche die Rückkehr Moses, nachdem er ausgewandert ist, beschreibt, aber auch gleichzeitig eine frohe Botschaft für den Propheten ist. Deswegen, der Vers, der auf der Auswanderung kam, war, der dir den Koran offenbart hat, wird dich zu deinem Ausgangspunkt zurückbringen. Man sagt in den Überlieferungen, dass der Prophet auf der Auswanderung zwischen Mekka und Medina war, sich mit einer Art Sehnsucht zurück Richtung Mekka gedreht hat, und dann wurde dieser Vers offenbart, um den Prophet das Herz zu stärken. Ja, und das Wort da ersetzt wird. Also genau, und das ist da halt der Kontext halt dieser Sura. Also neben der Wortverwendung auch nochmal ein Kontext, und das Interessante ist, es ist ja wirklich passiert. Ich fand es schön, dass er das Farbkleid als Analogie verwendet. Dein Kopf ist nur da. Aber das auch hier nochmal, also die Betonung ist, erstmal, was man da zeigt, anhand des Beispiels von Musa a.s., was er durchgemacht hat, was auch der Prophet durchmachen wird, er wird auswandern. Ne? Und auch wenn dieser hart ist, er wird irgendwann zurückkehren. Und ich finde solche Sachen immer auch schön, wie Allah auf die Gefühle seines Propheten auch reagiert. Ne? Sehr schön. Dass er sieht zum Beispiel, er hat diese Sehnsucht, er möchte seinen Heimatort nicht verlassen, er liebt den Kaaba und er gibt ihm jetzt schon die frohe Botschaft, du wirst irgendwann zurückkehren. Und was heißt zurückkehren? Die werden gerade vertrieben, die werden gerade boykottiert, die werden gerade umgebracht. Wenn ich zurückkehre, was muss alles passieren dafür, dass die Situation überhaupt zurückkehrbar ist? Mhm. Dass das auch nochmal eine frohe Botschaft ist. Stimmt, ja. Und wie auf diese Gefühlslage eingeht. Das heißt Brainstorm. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Punkt. Auf jeden Fall neben der erwähnten Verwendung von dem Herz oder der Form von Herzen und dem Kontext gibt es vielleicht noch eine Sache, die den Kontext beschreibt, und zwar die Verwendung in dem Fall von dem Meer. Also die Mutter von Moses sollte Baby Moses hier in das Wasser legen. Mhm. Und im Arabischen gibt es das Bahr und Yem. Mhm. Yem ist, also Bahr ist ein rein arabischer Begriff, Yem hat eine Art Pendant im Hebräischen oder ist nach vielen Gelehrten wie Ibn Qutayba sogar aus dem Hebräischen entlehnt worden. Und das Interessante, dieses Wort kommt nur im Zusammenhang mit Moses und den Kindern Israels vor. Mhm. Okay? Und das hat auch ein im Kontext des Ertrinkens und im Kontext, weil auch im Arabischen gibt es ein Pendant dafür, was der Ertrinkende bedeutet zu diesem Wort. Die Mutter Moses soll Baby Moses also in das Gewässer werfen, was normalerweise für das Ertrinken sorgt. Hier kommt so ein Echo zustande, das ertrinkende Wasser, woraus. Aber, und hier ist was ganz, ganz Schönes, hier spiegelt sich irgendwo auch Theologie wieder, die hundertprozentige Fürsorge Gottes. Wenn das Baby Moses, also Allah sagt nichts zu der Mutter Moses, was man annehmen würde, wenn du dich um ihn fürchtest, dann nimm ihn an deine Brust oder verstecke ihn, werfe ihn in die ertrinkenden Gewässer, Yem, das ertrinkende also Gewässer. Ein Gewässer in das Meer, sondern Yem, ein Gewässer, welches irgendwo noch das etwas so ein ertrinkenden Faktor hat, weil es nur in der Ertrinkungsgeschichte vorkommt und nur im Kontext von Ben Israel. Warum? Die Gelehrten sagen was ganz, ganz Schönes. Solange Baby Moses in der Obhut Gottes ist, ist es gleich, ob es im Mutterschoß liegt oder in den strömenden, reißenden Wellen des Wassers, das normalerweise dafür sorgt, zu ertrinken. Also wie Gott sich und seine Fürsorge sich auch offenbart. Das kann man sich auch auf unser Leben beziehen, wenn wir in den stürmischen Fluten der Gesellschaft da draußen sind und das Gottesvertrauen haben, dass Gott unser Herz sozusagen stärkt. Das alles wird, und hier natürlich beim Zuhörer ergibt sich ein Echo, hey, das ist ein Wort, das kennen wir. So, ne, in unserem Kontext verwendet worden. Und das drückt hier das aus. Also es sind schöne, schöne Bilder, die hier durch die Wortverwendung einfach geprägt werden. Wir machen das auch oft, aber sehr subtil. Wenn du zum Beispiel, ich habe dich auch heute begrüßt mit Nabar Janem, wie geht's dir, mein Schatz, würde man sagen, um auch eine Art Bindung mit dir aufzubauen, sag ich mal, was ich meine. Weil Schatzi Mausi würde jetzt ein bisschen komisch sein. Und das ist, glaube ich, was wir auch ganz, ganz unterbewusst tun oder was auch immer. Ne? Das, vielleicht gibt es nicht den Vers über Pharaon, wo er später sagt, über Aragnahu fil Yem. Genau. Er benutzt dasselbe Wort Yem, ertrinken, das mir ist spontan eingefallen. Das ist nicht abgesprochen. Er benutzt, später das Wort Yem, welches dieses Meer, welches irgendwas mit Ertrinken zu tun hat. Ne? Und er versenkt, ein ganz kleines Baby, welches komplett hilflos ist, wird überlebt dieses Yem und später der Pharao des Landes wird in diesem Yem zum Ertrinken gebracht. Das ist jetzt so ein Dings.
die ich so interessant fand. Wo es am Ende, wie du schon sagtest, am Ende kommt es nicht auf die Situation an, wo das Baby sich befindet, sondern auf das Vertrauen, welches man in Allah SWT dann irgendwo steckt. Natürlich, und das Vertrauen bzw. die Fürsorge Gottes prägt sich nicht nur in der Wortwahl aus oder in dem Kontext, sondern sogar in der Präposition. In der Geschichte heißt es, Allah bindet, also wortwörtlich übersetzt, Allah bindete auf ihr Herz. Mhm. Normalerweise stärkte ihr Herz würde reichen, aber das heißt Allah qalbiha. Mhm. Und im Koran, wenn das Wort Allah hat eine Konnotation von obendrauf, darüber. Mhm. Und ich habe hier so ein Bild immer, diesen, kennt ihr, wenn dieser American, ich weiß nicht, Cheesecake, wie heißt der? Es gibt diesen Cheesecake, der mit, also diesen Käsekuchen, der mit dieser Schokolade übergossen wird, genau. Von Hörde gibt es sowas nicht, diesen Käse. Ich verlasse ja diese Wort nicht. San Sebastian Cheesecake oder so heißt es. Auf jeden Fall. Istanbul, Türkei, glaube ich. Genau. Oder dieses, diese Erdbeere, die in einer Schokofondüne, also dieses, diese totale, dieses Umschließen, Übergießung. Das drückt die Präposition aus, dass ihr Herz total umschlossen wird. Also wir sehen sich hier, um nochmal auf den Punkt der Übersetzung zurückzukommen. Hier offenbar, natürlich viele reden, wenn sie über Religion reden, sehr, sehr analytisch. Dahingehend, Gott muss so sein, Gott darf nicht so sein, er muss diese Eigenschaften haben. Aber dieser literarische Ansatz, der den Koran in seiner Präposition prägt, dass das Gottesbild der totalen Fürsorge, der Umschließung des Herzens hier in der Präposition eingefangen wird, ist eine wunderschöne ästhetische Form der Theologie, welche sich durch Sprache artikuliert, weil Sprache ist das Vehikel, um Bedeutung zu übertragen. So, ne? Und das ist sehr subtil, man achtet nicht drauf, aber auch mit diesem Buchstaben oder der Proportionsverhältnis ist es so. Mir fällt dazu wieder ein Beispiel aus dem Koran, dass man sagt, er zitiert Gläubige, wie sie sagen, Efrir alayna sabra. Sehr gut, ja. Schütte auf uns, alayna, wieder dieselbe Proposition, ala, sabra, schütte auf uns Geduld. Und es wird auch im Kontext des Krieges oder wenn man einer übermächtigen Armee steht, dass es reicht nicht aus, dass er dir sabr gibt, umschließe mich von oben vollständig mit deiner Geduld. Und es ist nicht dasselbe, wenn ich sage, gib uns Geduld. Das zeigt auch den dramatischen, danke für das Beispiel, das ist nochmal bestärkend, das zeigt den dramatischen Situation. Mhm. Wir brauchen nicht nur Geduld, wir brauchen einen Haufen Geduld, um das hier zu überlegen. Überströme uns mit Geduld. Und das wird nicht anders als durch Sprache vermittelt, dieses Bild. Und das lässt uns auch viel, wie wir eingängig erwähnt haben, durch Sprache man auch bewusster wird und so weiter. Ja. Und vielleicht nochmal einen ganz kurzen Punkt. Wir haben ja über die Mutter Moses gerade gesprochen, dass Allah auf ihr Herz schüttet, ihr Herz sozusagen stärkt. Und hier spielt sich noch was in dem koranischen Text an. Der Koran verwendet 63 Namen, die nicht arabischen Ursprungs sind. Und das Interessante, in jedem Vorkommnis wird der Name auf seine Originalsprache, sei es altgriechisch, hebräisch oder ägyptisch, oder zurückübersetzt. Also nicht arabische Namen, zum Beispiel Ismail, solche Sachen, Namen von Menschen, Propheten, die nicht arabisch sind. Genau, und man sagt, dass der Name der Mutter Moses Jukbet ist. Und Ju ist eine Silbe im Hebräischen für Josef, Jonas, also für Jehova, für Gott. Mhm. Und Kebet heißt eine Sache stärken, eine Sache erschweren. Und das ist eine Passivform. Also heißt der Name der Mutter Moses, diejenige, die Gott gestärkt hat, diejenige, die Gott gefestigt hat. Mhm. Das nennt man ein onomonastisch, also so ein etymologisches Namenswunder im Koran sozusagen, dass der Koran in dem Vers nicht nur die Geschichte erzählt, sondern gleichzeitig in einer Art Wortspiel dem Namen der Mutter Moses wiedergibt. Diejenige, die Gott gefestigt hat oder dessen Herz Allah. Gott gefestigt hat. Natürlich der kundige Namenswissenschaftler oder der kundige... Die Gelehrten der Christen. Wissen, was hier so vor sich geht auf ganz, ganz subtilen Ebenen. Mehrdimensional spricht der Koran sein Publikum an. Genau, es wird die Mutter angesprochen, die Angst um ihr Kind hat. Auf der anderen Ebene wird der Religionswissenschaftler, der Namenskundler angesprochen, der weiß, was hier abgeht. Deswegen eine Rhetorik, eine goldene Regel der Rhetorik. Die besten Worte sind die wenig sind und auf viel deuten. Also mannigfach in Bedeutung. Haben wir auch eingängig bei dir besprochen. Mhm.
dass viele Ebenen von Menschen damit angesprochen werden. So, das ist auch irgendwie vielleicht dieses Zeitlose, vielleicht machst du auch so ein bisschen zeitlos, so dieses für jede Art Menschen, für jeden Spezialisten hast du irgendetwas, was ihm auffällt, weißt du? Das heißt, für den Gelehrten unter den Juden, Christen, die den Namen der Mutter von Musa a.s., die kennen den. Das heißt, vielleicht verstehen sie, oder die sollten dann in der Lage sein, diese Referenz zu verstehen oder so, ah, guck mal, der Name wird zwar nicht direkt genannt, aber der Koran referenziert den Namen, um zu sagen, ich weiß. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, oder ein Grund vielleicht, um zu sagen, ich weiß, was der Name ist. Und das ist auch dieses, wie viele Disziplinen der Koran sozusagen, auf wie vielen Disziplinen der Koran unnachahmbar ist. Es ist nicht nur diese eine Ebene, es ist dann noch diese wissenschaftliche Ebene, dann literarische, dann interkulturelle. Also es hört gar nicht auf. Nur, man muss pausieren, man muss nachdenken, man muss Referenzen, beziehungsweise man muss schauen, was hat der gesagt, und man muss pondern. Es ist nicht einfach so auf dem Silbertablett, wenn man nur die Übersetzung liest, dass du dann diese ganzen Referenzen verstehst. Weil erinnere dich an die Übersetzung, Herz, Herz hatten wir. Danach der Name der Mutter, den musst du erst einmal kennen, weißt du? Dir geht vieles verloren, wenn du dich nur oberflächlich auf die Übersetzung stürzt. Oder selbst wenn du es auf Arabisch dann verstehst, wenn du nicht darüber nachdenkst, pausierst, ponderst halt, ne? Und das waren alles Dinge, die aber damals für die Leute, die diese Wörter kannten, ja direkt Eindruck geschindet hat dann. Wir müssen uns natürlich in diese Gesellschaft reindenken, um das wertschätzen zu können. Aber wenn der Mensch der Zeit gewesen ist, dann haben die natürlich direkt Wirkung gezeigt, was du dann vorhin noch meintest, mit was dann auch dazu geführt hat, dass sie nur einfach nur durchs Hören dann quasi sich niedergeworfen haben und dann, weil die realisiert haben, boah, wie mehrschichtig kann denn ein Satz noch sein? Und ich denke, die neuen Generationen, die finden auch immer mehr Schichten innerhalb dieses Werkes. Also das ist nie so, dass man ausgelernt hat, was das Koran angeht. Es gibt kein Werk, welches mehr Literatur produziert hat und immer noch produziert als der Koran. Stimmt, man findet jetzt historische, zum Beispiel Schichten, historische, die man damals gar nicht hätte wissen können. Oder zum Beispiel wissenschaftlich, nimm das von mir aus. Ne? Und deswegen ist es so dieses multischichtige Wunder, sei es literarisch, sei es auf diesen, also in all diesen Etappen, in all diesen Disziplinen eben. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den auch die Koranwissenschaftler tatsächlich als Wunder des Korans benennen. Zum Beispiel Zarqashi oder Ibn Taymiyyah erwähnt das, dass jeder zusätzliche Faktor zum Koran eine Art Wunderebene hinzufügt. Also der holistische Ansatz als ein Argument, dass das holistisch, dass immer wieder was dazukommt. Und Dr. Fadl Samarai, der große arabische Grammatiker, hat eine wunderschöne Analogie hier geprägt, indem er sagte, sagen wir, es gibt drei Perlentaucher. Der erste kommt mit einer Perle aus dem Ozean und sagt, das ist das, was den Ozean so besonders macht. Der zweite kommt mit noch einer größeren Perle aus dem Ozean und sagt, nein, nein, vielmehr ist es das, was den Ozean so besonders macht. Und dann kommt der dritte und mit noch einer größeren Perle als die ersten beide und sagt, nein, das ist das, was den Ozean so besonders macht. Alle drei haben Recht, aber auch gleichzeitig Unrecht. Warum? Weil das Potenzial, welches der Ozean an Perlen beherbergt, ist das, was ihn so besonders macht. Und das ist es mit dem Koran sozusagen, dass jeder Fortschritt, jede neue Erkenntnis, jede Realität, die wir wahrnehmbar, sich irgendwie offenbart. Also der Koran wird auch Hadith genannt. Im dahingehend, dass er sich immer wieder dem Leser neu offenbart. Eine Schrift, die nicht altert. Hadith dazu, ne? Ja, also Hadith, genau, und auch. Ja. Das war eine schöne Anekdote. Mhm. Egal, wer tauchen geht mit seiner Expertise, er findet etwas. Und nicht aufgrund der Fähigkeit des Tauchers unbedingt, sondern aufgrund des Potenzials des Meeres, also des Korans. Natürlich, und genau wie vielleicht das noch, um nochmal zusammenzufassen, vielleicht kurz vorweg noch, dass auch der Name Moses. Moses heißt was? Moses heißt der neugeborene Kind. Mhm. Ramses, seht ihr die Wortwurzel? Ramses, Petros, Moses, den Gott geboren hat. Also den Gott, Ramses war der, den Gott geboren hat. Mhm. Und Moses bedeutet auf der altägyptischen Sprache der Neugeborene. Spannend. Und was sagt die Frau des Pharaos in dem Vers, den wir gerade gelesen haben? Vielleicht nehmen wir ihn als? Neugeborene. Welet, der neugeborene Sohn. Und das war erst auch durch die Entzifferung der Hieroglyphen für uns zugänglich. Was ich meine? Also im Endeffekt konnte der Prophet noch altägyptisch. Sozusagen. Oder es ist offenbart worden. Ja, das Interessante ist. Könnte ich aussuchen. Das ist ein Punkt, den viele Orientalisten machen, also Nicht-Muslime, die sich mit dem Islam beschäftigen. Sie sagen, der Koran
kann nicht aus Mekka kommen, weil sie wissen, auf in der damaligen Zeit in Mekka gab es keine einzige Bibliothek. Der Koran ist das erste arabische Schriftstück und das ist eigentlich ein Wunder per se, weil so einem Text, der so hochintelligent, so einen hohen Intellekt besitzt wie der Koran, müssen eigentlich Zivilisationen vorausgegangen sein, damit man erstmal sowas formulieren kann. Wie so ein kleines Kind, das 10 Jahre ist, dir in Physik eine Physikdoktorarbeit über schwarze Löcher bringt und sagt, hier, das habe ich geschrieben. Glaubst du ja nicht. Deswegen, viele dieser Orientalisten verorten den Koran 300, 400, 500 Jahre später nach dem Ableben des Propheten in die Zeit von, in den Ort von Jordanien, weil da Verkehr war und Zivilisation und so weiter und so fort. Aber damit gestehen sie ja schon ein, dass das niemand... Es gibt keine rationale Erklärung dafür. Kennst du das Beispiel mit Haman? Genau, Haman ist auch ein Beispiel davon, genau. Vielleicht willst du das auch nochmal erzählen, dass er der Chief Architect war. Wenn du magst, kannst du es auch gerne. Mir fehlen Details, deswegen will ich das nicht jetzt wagen. Wir machen immer so Halbwissen hier in diesem Podcast. Du bist der erste Experte, der hier ein bisschen mit Quelle redet und ein paar Namen benutzt. Aber Spaß. Bei uns ist es immer so, ich weiß, wer das gesagt hat. Ich hab irgendwo gehört. Ja, aber es ist auf jeden Fall genau der gleiche Punkt, den wir auch eingängig erwähnt haben, dass auch der Name Haman, welcher in den altägyptischen, wie heißen die, Rosa, ich habe den Namen vergessen. Rosetta-Scheintafel. Irgendwie sowas. Womit halt die Hieroglyphen entziffert werden konnten, man festgestellt hat, dass auf dem Hof des Pharaos eine Art Minister war, der als eine Art Steinbauer, Steinhauer, und das Interessante auf dem Bild, dass das beschreibt, wird auch genau die Tätigkeit, weil damals waren die Buchstaben ja mehr oder weniger eine Art Symbolik auch, dass genau seine Handlung daneben war und dass der Koran das genau beschreibt, wenn Pharao den Haman ruft, mach mir aus Stein und so weiter und so fort. Es gab ja den Vorwurf von Orientalisten, also hatte ich das gehört, es gab den Vorwurf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hascha, da zwei Geschichten verwechselt hat oder zusammengemischt hat, weil Haman bekannterweise in einer anderen Zeit gelebt hatte, ein Haman, und der Pharao, der angeordnet hat, baut mir einen Turm, der mich zum Gott von Moses führt, dass der keinen Haman hatte als Vize. Mhm. Und dann gab es halt, so ist, ich glaube, es waren auch Orientalisten, die dann in Kontakt gegangen sind mit Ägyptologen, um halt zu gucken, guck mal, der Koran redet hier von einem Erbauer, jemanden, der den Befehl des Pharaos entgegengenommen hat, diesen Turm zu bauen. Und dass die Reaktion der führenden Ägyptologen dann war, das kann er nicht gewiss wissen, weil wir haben erst in den letzten Jahren neu diese Sachen entziffert und festgestellt, dass es überhaupt diese Person Haman gab. Und der war auch laut diesen Tafeln dann der führende Architekt für dieses Bauprojekt. Und das ist, wie kann der Koran damals, wo die Sprache schon 1000 Jahre bereits tot war zur Zeit unseres Propheten, also die Pyramiden sind weiter weg, wir sind näher unseren Propheten, als die Pyramiden zu unserem Propheten waren. Sie waren schon zur Zeit unseres Propheten schon 1000 Jahre zurück und die Sprache war schon längst tot. Und der Koran erwähnt Haman. Und wir entziffern heute durch neue Technologien und durch Kryptographie und sowas, entziffern wir das und entdecken, ah, guck mal, es gab einen Haman, der so einen Befehl bekommen hat. Und deswegen meinten die wohl, der kann das nicht gewusst haben. War vielleicht Zufall, oder? Ja. Es wurde ihm offenbart. Weißt du, was ich auch interessant finde? Weil der Koran muss solche Sachen auch nicht machen. Er muss nicht unbedingt Haman sagen. Er kann auch einfach Arbeiter sagen. Weißt du, was ich meine? Er muss nicht den Namen. Aber er zeigt, zeigt sozusagen sein Wissen, er zeigt irgendwo dieses metaphysische oder beziehungsweise dieses Unnachahmbare, er zeigt dieses Unmögliche, weißt du? Er zeigt dem Menschen seine Grenzen, er zwingt den Menschen, irrationale Entscheidungen zu treffen, wenn er diese Offenbarung nicht akzeptiert. Er sagt danach 400 Jahre später, obwohl wir massig schon Reporte haben, plus wir haben Carbon-Dated-Sachen, die es gibt, die zur Zeit des Prophets auf die Zeit des Prophets deuten, aber als würdest du sozusagen deine eigene Vernunft in Frage stellen oder verwerfen müssen, um die Nicht-Wundersamkeit, das Nicht-Offenbar des Korans zu akzeptieren. Also nochmal, als müsstest du deine Vernunft, dein Verstand, gegen deinen Verstand dich entscheiden, wenn du nicht akzeptierst, dass das von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht auch noch ein letzter Appell, den mir das einfällt. Und zwar im Kontext des Korans, wenn Allah subhanahu wa ta'ala auch über den Koran spricht.
Danach, nach ein Vers später, wo Allah beschreibt eben, dass das eine Maw'idha, ein Ratschlag ist für die Herzen, Shifa für die Herzen ist, sagt er im nächsten Vers, den Vers kennt ihr bestimmt auch, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Sprich, wegen der Gunst von Allah und wegen seiner Barmherzigkeit, deswegen sollen sie sich freuen. Und ich hatte dazu gehört, dass sozusagen der Vers mit dem Vers davor verknüpft wird, sozusagen, dass die Rahma und der Fadl, von dem Ausbruch hier spricht, der Koran ist. Weil wir sprechen ja, wie wundersam das ist. Wir machen das ja nicht so aus Spaß. Wir sagen nicht, oh cool, cool, und jetzt leben wir unser Leben weiter, sondern auf den. Wir sagen, wir merken ja, das hat einen Einfluss auf unser Herz. Wir merken, dass das uns beeinflusst. Wir merken, wie wundersam es ist. Wir merken, wie wunderschön es ist. Wir merken, wie sehr das einen beeinflussen kann. Und wir sollten eigentlich überglücklich und überfroh sein, wenn wir zum Beispiel etwas Neues über den Koran lernen. Ich sollte mich extrem freuen, dass der Bruder Lichtweise hier kommt und mir einen Vers besser erklärt, als mir die Übersetzung es mir geben kann. Ich müsste überglücklich sein. Denn mir wurde gerade eine gewaltige Gunst zuteil. Und dass man dieses Bewusstsein irgendwo auch hat. Weil für uns ist das leider selbstverständlich. Wenn ich möchte, schaue ich mir die Übersetzung an. Wenn ich möchte, lese den Koran auf Arabisch. Wenn ich möchte. Und das ist. Aber überleg mal, was für ein Schatz bei uns zu Hause ist. Nutzen wir diesen Schatz auch? Das ist die Frage. Vielleicht ist es ein guter Punkt, um ein Komma zu setzen für dieses Thema. Also ich würde den Bruder sehr gerne noch einmal einladen. Es gibt ja noch ganz viele andere Informationen, die wir noch dazu packen können. Aber wir haben jetzt schon 1,5 Stunden voll gemacht. Nicht, dass es zu lang wird am Ende. Ja. Aber hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall. Was haben wir gesagt? Die Rhetorik ist Prägnanz. Ganz gut, also nicht so viel. Prägnanz, was heißt Prägnanz? Kurz halten oder ja, was? Kurz halten, prägnante Sachen. Ja, mach doch dann, mach mal einfach für uns. Hilf uns, wir lächeln so. Nenn dir Land, wo? Also, was sagt der, ja? Ja, einfach lächeln und nicken, Bruder. Ja, Prägnanz. Nein, Alhamdulillah, also hat mich sehr gefreut. Das hat mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ich liebe dieses Thema. Und auch voll den Benefit habe ich für mich selbst mitgenommen. Ich denke, das spricht nicht nur für mich. Ich kann das schon alles schon. Also. Ich kann das schon. Spaß natürlich nicht. Ich habe den Notizen gegeben. So. Natürlich nicht. Also ich habe auch sehr viel gelernt und wieder diese Bilder haben sich in meinem Kopf wieder, ja. Wieder entwickelt. Ich finde das sehr schön. Ich liebe dieses Thema. Ein, zwei Sachen noch. Ich meine das ernst mit der Einladung, dass wir gerne nochmal machen würden. Der Bruder hat auch einen Teil, möchtest du das ganz kurz selbst erwähnen? Nö, kannst du ruhig erwähnen. Er hat einen Teil von einem Buch übersetzt, welches eben diese kleinen Details eben herausstellt und eben diese unnachahmbaren Elemente ähnlich. Eben. Und das Buch heißt Die Kunst der Komposition im Koran. Wir machen das am besten so, der Bruder heißt Lichtverse. Wir verlinken euch auch den Link zu seinem Instagram. Wir blenden das auch hier inshallah ein, vielleicht, wenn der Schneider das machen möchte. Aber unten auf jeden Fall in der Box findet den Link. Folgt ihm gerne, weil er macht genau das, nur halt auf Serie immer mehr, immer wieder. Und also nicht, um ihn jetzt zu sehr zu loben, weil so gut ist er nun auch wieder nicht. Aber also bei Lob kannst du ruhig, rede wieder. Rede so viel du willst. Ich habe kein Problem damit. Im deutschsprachigen Raum ist das auch, gibt es nicht viele, die auf so einem Niveau eben diesen Content machen. Deswegen, also, das ist ein gut investiertes Abo. Außer Enes natürlich. Außer Enes Rossila, falls ihr ihn kennt. Der macht es auch nicht schlecht. So. Genau. Und wenn wir schon mal bei Lob sind, will ich auch hier den perfekten Übergang nutzen und mich bei euch bedanken, dass ihr wirklich dieses Setting bereitgestellt habt, dass ihr uns immer wieder mit Content beliefert. Das ist auch nicht selbstverständlich und dass ihr auch der muslimischen Community mit eurer charmanten Art, mit eurem guten geistigen Inhalt so viel Mehrwert bietet. Barakallahu fikum, möge Allah euch segnen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mit diesen Worten? Ich danke dir auch, dass du so geduldig gewartet hast, dass du unsere Einladung angenommen hast, dann nichts gesagt hast, als wir mit der Technik ein bisschen rumgefuchtelt haben eine Weile. Aber wir freuen uns sehr, dass wir dich empfangen konnten. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema auch mal mit unserer Community teilen können, weil ich und Enes reden manchmal über dieses Thema, aber ich wüsste nicht, wie ich das in ein Video packen soll. Also wie man das in ein so schönes Farbkleid verpacken kann. Ja. Genau, das ist es. Nochmal kurze du Referenz. Alhamdulillah, deswegen bin ich hier. Kurze Referenz auch in die Folge hinein. Mit diesen Worten. Assalamu alaikum.